Hier ist live aus Offenburg, Wetten, dass. Heute mit diesen Gästen. Hollywood-Star Cameron Diaz. Entertainer Harpe Kerkeling. Schauspielerin Veronica Ferres. Top-Designer Guido Maria Kretschmer. Rockrolle Anastasia. Publikumsliebling Annette Frier. Und für die Außenwette Ina Müller. Und hier ist Ihr Gastgeber, Markus Lanz. Einen schönen guten Abend. Schönen Abend hier zu Hause. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend hier zu Hause. Schönen guten Abend auch nach Österreich, nach Südtirol, auch in die Schweiz, wo immer Sie uns sehen können. Herzlich willkommen zu Wetten, dass live aus Offenburg. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir haben viel vor, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ist gut, ist gut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen zu Wetten, dass live aus Offenburg. Danke Ihnen sehr für diesen freundlichen Empfang. Dankeschön. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben viel vor, meine Damen und Herren. Wir haben sehr viel vor und Guido Maria Kretschmer ist doch noch gar nicht da. So, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also, wir haben eine Menge vor. Sie haben es heute vielleicht mitgekriegt. Pep Guardiola hat heute mit der B-Mannschaft verloren. Deswegen haben wir die... Kein Grund zur Helme. Deswegen haben wir heute die A-Mannschaft aufgefahren. Cameron Diaz wird heute bei uns sein. Beispielsweise Anastasia, Veronica Ferres, Annette Frier und viele, viele andere. Vorher aber bin ich Ihnen noch eine Wetteinlösung schuldig. Sie wissen, in Düsseldorf musste ich der Prinzengarde helfen, ein wenig die Pferde sauber zu machen. Das hat, glaube ich, alle gefreut, bis auf die Pferde. Die zauberhafte Judith Rakers hat mir dankenswerterweise dann noch ein bisschen assistiert, die sich mit Pferden wirklich wunderbar auskennt. Herzlichen Dank nochmal auch an die Prinzengarde in Düsseldorf. Ja, und auch Christian Rach hat seine Wettschuld eingelöst. Schauen Sie mal hier, der hat Mathematikunterricht gegeben und zwar in der 7C an der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg. Ja, wir haben Frühling und unsere Wetten sind heute taufrisch, das kann ich Ihnen versprechen. Nur dort, wo wir jetzt hinschalten, weht möglicherweise ein kühles Lüftchen, denn wir gehen jetzt ganz weit weg in den hohen Norden, nämlich nach Emden und rufen dort die frisch gebackene Echo-Preisträgerin Ina Müller. Super, ja, Jungs, sehr ganz, schön. Ganz toll. Moin, Herr Lanz. Wir freuen uns so, dass wir dabei sein dürfen. Hier in Emden, da ist schon was los. Wir haben eine so, so tolle Wette. Ich stehe hier mit zwei echten ostfriesischen, norddeutschen Kapitänen. Das ist einmal Kapitän Uwe. Moin. Und einmal Kapitän Guido. Moin. Ja, und diese beiden Kapitäne, die wollen dieses kleine Buddelschiff in einer Buddel versenken, also quasi buxieren, sagt man in der Seefahrt, aber nicht einfach so mit der bloßen Hand. Nein, wir haben einen Schlepper da vorne stehen, echt ostfriesischen Schlepper. Da kommt dieses kleine Segelschiffchen quasi wie eine Galionsfigur vorne drauf. Dann fahren wir hier übers offene Meer quasi auf die Buddel zu und dann muss das da rein. Ich sag mal, eine Blondine zwischen zwei Ostfriesen, das kann ja nur klappen.
Ich habe ein gutes Gefühl, Ina. Wir freuen uns sehr. Das wird schwer, das wird schwer. Im Zweifel hilft Küstennebel. Freuen uns sehr auf eine wunderbare Wette aus Ostfriesland. Begrüßen aber zunächst mal einen Mann, auf den eine Menge, vor allen Dingen die Damen hier im Saal, gewartet haben. Er ist einer der erfolgreichsten Modedesigner Deutschlands. Er ist aber auch gleichzeitig mittlerweile einer der gefürchtetsten Modekritiker Deutschlands. Sie werden ihn gleich erleben und werden merken, der will nicht beißen, der will nur spielen. Hier ist Guido Maria Kretschmer. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Freue mich, danke. Offenburg liegt hier zu Füßen. Hallo. Guido Maria Kretschmer. Vielen Dank. Ja, das ist ein Publikum hier. Absolut. Das ist beeindruckend. Ja. Guido, nimm Platz. Ja. Hallo. Oh, danke schön. Wie süß, ne? Ja. Guido, hast du... Guido, herzlich willkommen hier in Offenburg. Hast du dieses Plakat gesehen? Ja, ich hab's gelesen. Guido, ich will ein Kleid von dir. Was nicht so schwierig für mich ist, muss ich sagen. Kind wäre, naja, mal gucken. Ja. Die Frage ist, ob die junge Frau dafür bezahlen will. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ja, bestimmt. Also, es gibt ja vielleicht heute noch sie, was. Sie schüttelt was mit dem Kopf. Guido, wir müssen reden. Also, schön, dass du da bist zunächst mal, der Stilpapst Deutschlands. Und wenn du dich hier mal umschaust, hast du ein gutes Gefühl hier in Offenburg? Ja, ich finde, die sehen sehr gut aus. Viele blonde Frauen, ne? Ja, schön, alle Farben dabei. Guido, wie oft wirst du, wenn du unterwegs bist, wie oft wirst du auf der Straße gefragt, Herr Kretschmer, bitte eine Modeberatung, Männer, die auf dich zukommen und sagen, pass auf, meine Frau möchte gerne mal von ich Ihnen ein Kleid. Ja, ich habe alles. Also ich habe sogar im Flieger vor kurzem morgens, kommt so ein Mann, relativ grau, Mitte 70, sagt zu mir, Herr Kretschmer, ganz schnell, geht ganz fix, gucken Sie mal eben. Was meinen Sie zu meiner Frau? Ich sage, ja, ernst? Ja, ich sage, die ist gut in Schuss. Dann sagt er, machen Sie mal ein Foto, bei uns läuft es nicht mehr so. Und dann, also es geht überall und auf der Straße auch. Manchmal gehe ich auch vorbei und die halten 10 Punkte hoch. Also das ist wirklich eine kleine eine Bewegung geworden, möchte ich fast sagen. Ist so, ne? Ja, ein bisschen. Bist du dann immer ehrlich zu den Leuten und sagst, passen Sie auf, also da sehe ich Hoffnung, oder sagst du auch mal, das ist ein hoffnungsloser Fall? Nee, ich bin immer ehrlich, manchmal sage ich, komm, wir lassen es lieber. Dann sagen die schon mal, wie sehe ich aus, was meinen Sie denn? Denke ich manchmal auch. Aber es sind ja auch viele dabei, die toll angezogen sind und die wollen ja auch oft die Nähe und die Wahrheit haben. Das ist ja auch, was Frauen wollen. Die wollen ja nicht immer nur Applaus, dass man sagt, ja toll, toll, toll. Die wollen auch Beratung. Aber es gibt wirklich die Situation, dass die Leute dann auf der Straße auch was anbieten und sagen, ich wäre bereit, auch Geld dafür zu bezahlen, dass sie mich jetzt modisch mal beraten? Ja, ich kriege auch Geld geschickt manchmal. Ich schicke sie sofort zurück, muss ich sagen. Bitte schicken Sie kein Geld mehr. Manchmal schicken die schon 20 Euro. Die Leute schicken dir Geld? Ja, ich hatte vor kurzem einen Unternehmer, der wollte eine neue Sekretärin einstellen, mit der er reisen wollte. Da hat er gesagt, schrieb er mir, lieber Herr Kretschmer, ganz schnell, 2 Fotos, 20 Euro, können Sie mal ein Bier trinken gehen, welche würden Sie nehmen? Da dachte ich, so geht es natürlich auch nicht. Aber unterschiedlichstes Couleur. Und du schickst das Geld dann wieder zurück? Ja, ich schicke zurück und sage, nehmen Sie beide, wenn es geht und so. Ja, dann das ist sehr schön. Geld zurück. Schicke Geld zurück, das ist so ein Satz, der Wolfgang Schäuble nie über die Lippen ging. Ne? Vermutlich. Auf die. Was ist denn eigentlich das, worauf man als Frauen sind ja in erster Linie die dich heiß und innig lieben, die Basics, sag ich mal. Was muss stimmen, damit man immer zünftig, vernünftig... Ich glaube irgendwie, das Mode, man muss es gar nicht überbewerten. Ich denke, wichtig ist, dass man erkennt, wer man ist, was man vorhat. Ist man ein ganz lauter Mensch, muss man auch was Lautes tragen und sagen, ich kann es ertragen, wenn alle schauen. Bin ich ein ganz kleines, empfindsames Ding, dann muss ich auch empfindsam tragen, dass nicht sofort alle merken, oh Gott, sie ist es gar nicht. Also ich glaube, man muss sehr wohl wissen, wer man ist und dann das mit Humor nehmen und auch die Figur, die man hat, mit Liebe anziehen, wenn es geht, und auch respektieren. Also wenn man irgendwann größer wird, auch denken, okay, jetzt ist es so, und nicht immer in klein bleiben. Und umgekehrt genauso. Ja, würdest du sagen, aus jeder Figur ist noch was rauszuholen? Ja. Ich habe ja gerade mein neues Programm. Ich bin gerade in den Dreharbeiten für ein neues Programm für Hotter Than My Daughter. Und da heißer als meine Tochter. Und seit dem Tag
als die erste Kandidatin kam, weiß ich, man kann aus allen etwas machen. Und die sahen zum Teil aus wie Superstars. Was kommen da für Frauen? Ich glaube, wir haben ein paar Bilder da. Ach so. Schauen wir mal ganz kurz rein. Wilde Mütter, also die sehr extrem sind, aber die es selber gar nicht wissen oft. Die haben oft dann ganz stille Töchter. Ah ja, das ich sind. Will, dass du einen Look findest, der zu dir passt. Ich würde gerne nochmal diesen Look an dir sehen. Ich glaube, dass ich dich gerne mal etwas klassisch, elegant sehen würde. Wir sind jetzt auf dem Laufsteg. Elke und Nicole. Ja, die war toll, die Elke. Die hat sich gleich die Fingernägel lackieren lassen. Passend zum Auto. Ja, okay. Ja. Das heißt, die Idee ist, die Mutter ist auch noch. Ja. Ist auch noch jemand, der ein bisschen auf sich achten soll. Was machst du denn, wenn da so Fälle kommen, wenn dann dieses Hirschgeweih dann irgendwo dann da hinten rauskommt zum Beispiel? Ich muss sagen, ich bin gar nicht mehr so gegen Arschgeweih. Ehrlich, ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Früher dachte ich, ach Arschgeweih, aber heute denke ich manchmal... Aber wenn dieses Geweih im Laufe der Jahre dann so nach unten... Aber ich glaube, das hat den Vorteil, wenn man später mal im Pflegeheim ist und du wirst umgedreht, dann wissen die gleich, ah, die kommt aus den 90ern. Weil... Da braucht man sich nicht mehr. Das glaube ich wirklich. Haben wir heute schon umgedreht. Ja, weil ich meine, das ist ja. Man muss ja wirklich sagen, Arschgeweih ist ja wirklich für Anfänger. Mittlerweile gibt es ja Tattoos. Ich habe ja Frauen schon gesehen. Erzähl, das gibt's nicht. Ich habe Tweeties auf der Brust. Also, was manche alles am Körper haben, unglaublich. Und das zeigen die auch so? Alles, mir wird alles gesagt. Auf der Straße manchmal. Was halten Sie davon? Wie, was halten Sie davon? Ja, die machen schon einen Pullover. Oh, Kretsch, mal gucken Sie mal, habe ich mir machen lassen. Wer darf dich kritisieren, Guido? Ach, ganz viele. Also, das machen vermutlich auch manchmal Leute. Meine Mutter macht sehr oft. Ich sagte, Mensch, Guido, das kannst du auch nicht mehr anziehen. Also, das geht aber auch nicht. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, ich würde es auch nehmen, weil ich finde es auch wichtig, dass man gegenüber hat, was man sagt. Nee, lass mal. Wie lange brauchst du? Du weißt nicht, wie das ist, Markus. Du siehst immer gut aus. Ach, hör doch auf. Ich bin aus dem Alter bin ich raus. Immer tolle Schuhe. Und so. Ja, genau, tolle Schuhe. Sag mal, Guido, du hast mir mal erzählt, das fand ich so irre. Du hast mir mal erzählt, du hast so eine Textilfixierung. Also wenn du auf jemanden zugehst, dann sprechen diese Kleider zu dir. Was sagt dir zum Beispiel dieses Einstecktuch? Was hat es dir erzählt? Ich bin flott und ich könnte auch in Italien leben, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, es gibt Einstecktücher, die erzählen auch, bitte lass es. Also es gibt ja so Männer, ich bin ein bisschen dagegen, muss ich sagen, gegen diese ganz extremen Einstecktücher und noch dazu eine Fliege. Also ich finde das ein bisschen... viel manchmal, aber bei dir ist es sehr schön, passt perfekt und Rauten gehen immer. Okay, gut. Ja. Damit hätten wir das geklärt. Eine Frage muss ich noch dringend loswerden, Guido. Ist es wahr, dass du schwer verliebt bist und in zwar 3 Windhunde? Ja, ich habe Windhunde, Gott sei Dank. Einmal Windhund, immer Windhund. Aber die tun mir gut. Ich meine, weil ich habe ja nicht so viel Zeit und arbeite viel. Ja. Und ich komme nach Hause und die sind sofort, wäre ich runtergefahren. Und ich mache alles für die. Wenn man sagt, es ist Kinderersatz, ja, stimmt, es ist Kinderersatz, vermutlich. Aber ich glaube, wenn man was liebt, dann muss man sich kümmern, egal ob das ein Mensch ist oder ein Hund oder ein Vögelchen oder eine Kuh. Und deshalb glaube ich, kümmert man sich. Kümmert man sich um alle gleich. Ja. Ich finde das gut. Und würde dir sehr, sehr gerne, Guido, an der Stelle deine Wette vorstellen, die eine unglaubliche Wette ist. Hast du irgendeine Beziehung zu Frühstück, insbesondere zu Toast, Guido? Oh ja, ich kenne Toaster. Also ich hatte mal einen Toaster, der war so eigenwillig, der schoss das manchmal raus und manchmal gar nicht. Und ich habe mal in England in einem Frühstückssalon, morgens im Hotel, habe ich meine Frau gesehen, die war so eine Engländerin, die lieben ja Toast und dann kam das Ding natürlich nicht raus und hat sie angefangen mit der Gabel und sprach dann mit ihrer Tochter und sagte, I can't get the thing out. Und in dem Moment kam der Stromschlag und seitdem habe ich immer eine Holzzange neben meinem Toaster liegen. Ja, ist eine gute Idee. Also, okay, Hände weg von mit der Gabel in Toast. Pass auf, der Kandidat zu deiner ersten Wette macht's ein bisschen anders. Und das ist der Mann, um den es geht. Schau mal, Peter. Moin Moin, ich bin Peter Duberstein, bin 46 Jahre alt und komme aus Halzenbeck. In meiner Freizeit gehe ich gern klettern in unsere Kletterhalle. Aber meine größte Leidenschaft ist das Bogenschießen. Ich bin seit 11 Jahren Bogenschütze und für mich ist das der perfekte Sport.
Vor anderthalb Jahren habe ich meinen Beruf als Droger an den Nagel gehangen und habe einen kompletten Neustart gemacht mit 45 und habe eine Bogenschieß-Indoor-Anlage eröffnet. Gut, ja, wunderbar. Das war ein hohes Risiko, aber im Moment läuft es sehr gut. In der Halle verbringe ich viel Zeit, weil das ist mein Leben. Deswegen hat es natürlich auch mit meiner Wette zu tun. Für meine Wette brauche ich einen Bogen und am besten klappt es beim Frühstücken. Abends treffe ich mich gern mit Freunden, nur um zum Lachen und zu quatschen. Das entspannt mich sehr nach einem harten Arbeitstag. Wenn ich Wettkönig werde, dann schnappe ich meinen Bruder und meine Schwester und wir fliegen nach Washington, um meinen Vater zu besuchen. Den haben wir sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. So, und da ist der Mann, um den es geht. Hier ist Peter Duberstein. Herzlich willkommen in Offenbach. Peter, ich freue mich sehr. Guido Maria Kretschmer, heute dein Wettpate sozusagen. Guido, hast du eine Beziehung zu Bogenschießen, zu Pfeil und Bogen grundsätzlich? Ja, nicht ganz so. Ich habe es mal in Japan gesehen, da war ich sehr fasziniert. Ja. Hatte ich mal so einen Nachmittag frei und habe ich so einen japanischen Bogenschützen beobachtet. Mhm. Und da dachte ich, der kann es. Also, aber ich bin nicht so richtig Robin Hood bis jetzt. Möchtest du mal? Ja. Einfach nur mal, um Gefühl dafür zu kriegen, wie schwer das ist. Ich hoffe, da hinten steht niemand. Dann Guido, ach so, Guido Maria Kretschmer, der Robin Hood der Mode. So. Genau, Peter, zeig dir kurz, wie es geht. Genau, und währenddessen begrüßen wir mit einem großen und sehr, sehr herzlichen Applaus Martin Oppermann, der heute auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Martin, herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist. So, ein Finger drüber, zwei drunter. Nee, ein Finger drüber. Ein Finger drüber. Und zwei drunter. Ach so, okay. Und ein Daumen weg und einen kleinen Finger weg. Ach so. Ach so. Ist das gefährlich, Herr Duberstein? Den noch dazu? Den brauchst du dich gar nicht festhalten hier. Bist du sicher? Und, ja, einmal querstehen. Ja. Den brauchst du nicht festhalten hier. Guido, das hat schon viel Schönes, aber jetzt sei ein Mann, zieh durch. Hoch, Arm ausstrecken. Ach so. Bist du sicher, dass du es nicht festhalten musst? Nee, brauchst du nicht festhalten. Nee, Arm ausstrecken. Und jetzt ziehen, 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 noch mehr ziehen und einfach die Finger aufmachen jetzt. Einfach aufmachen. Und? Einfach die Finger aufmachen. Guido, wenn du es heute noch machst, der ist nicht rausgesprungen, mach's nochmal. So? Der ist festgeklebt. Zum einen bisschen oben. Ja, genau. Den noch dazu. Den noch dazu. Genau, und kann ein bisschen Luft lassen. Ach, Luft, das ist es, ne? Luft ist. Also ich bin mir sicher, dass der. Okay, jetzt geht's. Guido, gib alles. Und jetzt machen. Und jetzt einfach loslassen. Oh Gott. Wo ist denn der hin? Schau mal, da ist er. Regieassistentin gleich. Der ist hier. Er ist hier. Oh nein. Ich mach's nicht normal. Oh, läuft doch, ne? So. Ich sollte kein Bogenschütze werden, ne? Deshalb macht er auch Klamotten. Aber es hat ja gerade Bogen, oder? Ich habe aber niemanden getroffen, oder? Guido, wollt ihr nur noch ganz kurz, kleiner sachdienlicher Hinweis, ne? Diese Scheibe war dafür da, um sie zu treffen. Die steht hier nicht nur zur Dekoration. Okay, komm. Alles aber gut, komm. Alles ich war nie richtig für Robin Hood, muss ich sagen. Ne? Nein, aber das hatte ich schon dachte, viel Schönes. Mit aber, Schmackes. Jetzt weiß ich umso mehr, was so, sie da gleich machen. Wir haben eine schöne Zeitlupe, höre ich gerade von dem Kollegen aus der Regie. Schau mal. Guido Maria Kretschmer beim Abschuss. Aber ich fand, so schlecht saß. Oh mein Gott. Sehr ästhetisch. Ja, sehr, sehr. Sehr. Martin, komm einmal her zu uns. Oh Gott. Herzlich willkommen auch dir nochmal. So, pass auf, Guido, ich erkläre dir jetzt einmal die Wette. Das ist eine unglaubliche Wette. Peter wettet nämlich, dass er mit Pfeil und Bogen, etwas anderes Modell als das, das du eben benutzt hast, aus Toastern katapultierte Toastscheiben in der Luft trifft. 3 von 10 wird er da hinten an der Wand fixieren. Glaubst du? Das schießt raus und du triffst es. Das schießt raus und der tackert den Toast an die Wand. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Das ist richtig. Und das heißt, der Toaster macht es, wann er es möchte, oder ist es so, dass du weißt, jetzt kommt er? Alle 12 Sekunden kommt. Weil ich hatte nämlich gerade beim Drehen eine Kaffeemaschine, die hat sich von ganz alleine einen Kaffee gemacht. Nein. Ja. Eigenwilliges Kaffee-Ding. Ich sage, da sagt mein Regieassistent, was macht die Kaffeemaschine? Ja. Ich sage, die macht sich einen Kaffee. Also das heißt, es kommt und du schießt. Ich schieße, Es schießt. Also ich habe ja jetzt gerade auch mal kurz, ne? Was glaubst du? Erschossen. Ich glaube, es ist sehr schwer. Weil du musst ja auch den Moment. Timing ist wichtig. Aber wenn er so aussieht, ich glaube, er kann es.
Du glaubst, es geht? Also ja, du würdest sagen, er schafft es? Okay, also. Ja, ich würde helfen. So, pass auf. Du sagst, Peter wird den Toast erlegen, ja, im Flug. Definitiv. Ich sage ja, weil ich glaube, wer so eine irre Idee hat, der weiß, was er tut. So, wenn du die Wette verlierst, mein lieber Guido, dann wirst du nicht auf diese Kaffeemaschine schießen, von der du eben erzählt hast, sondern dann wirst du eine Dame hier aus dem Publikum nicht erschießen. Nein, durch einen ganzen Tag begleiten. Ah. Du wirst mit ihr Mittagessen gehen und du wirst sie einkleiden auf deine Kosten, lieber Guido. Ja. Und das ist was ganz Besonderes, muss ich sagen. Weil ich heute Morgen, als ich meinen Freund angerufen habe, dann sagte er, Guido, was machst du denn als Wetteinsatz, wenn du verlierst? Dann sagte ich gehe mit ihm den ganzen Tag shoppen und gehe Mittagessen. Dann sagte er, oh, was hat es gut, das möchte ich auch so gern mal. Ich dachte, ich guck mal. Okay, so sieht's aus. Also, alles klar, ihr geht bitte an die Arbeit. Martin wird uns währenddessen schon mal ganz kurz erklären, was er gleich macht. Mach's dir da hinten bitte in Sicherheit gemütlich. Nicht zu weit weg, Guido. Nee, ich Martin ist seines Zeichens Ingenieur, Martin. Ja. Und hat sehr lange an diesem Mechanismus gebastelt, Martin. Ja. Warum, was ist wichtig in ganz wenigen Sätzen? Wichtig ist zum einen, dass der Toast sehr gerade ist. Ja. Deswegen haben wir die Toasts hier auch schon mal vor die Toaster gelegt, damit die eine gerade Unterlage haben. Und die Positionierung im Toaster ist sehr wichtig. So, und ist dann auch wichtig, wie gut der Toast gebräunt ist? Also fliegt blasser Toast besser als schwarzer? Sagen wir mal, ein blasser Toast fliegt nicht ganz so hoch. Der ist meistens noch etwas feuchter. Okay. Und je länger die Toasts im Toaster sind, umso trockener werden sie und umso höher fliegen sie. Okay. Und sie werden leider auch unberechenbarer, je länger sie. Ich verstehe. Mhm. Okay, so. Du hast das Ding so präpariert. Walte schon mal deines Amtes. Fang an mit der Betoastung. Ja. Du hast das so präpariert, dass in gewissen Abständen, etwa 12 Sekunden, Peter, der Toast diesen Toaster wieder verlässt. Guido. Doch, komm auf die andere Seite, das ist ein so großer Spaß. Ich gehe mit dir shoppen, sagt er, wenn es nicht geht. Machen wir. Das ist eine gute Idee. Ja, aber ich glaube, Peter ist eher ein Mann für den Baumarkt. Da würde ich mitkommen. Ja, ich bin zuversichtlich. So, Peter, du bist bereit? Ja. Martin? Ja. Wo hast du das geübt, Peter? In welcher Küche? Meine. Der Vermieter freut sich nicht. Das kann ich mir vorstellen. So, eine schöne Idee. Wir werden gleich darüber reden, wie du drauf gekommen bist. Du sagst Bescheid, wenn du fertig bist. Guido, komm lieber rüber zu mir. Es ist, glaube ich, der sicherere Platz. Ja, stimmt. Wir brauchen volle Konzentration. 3 aus 10, Peter. 15 Sekunden. Top. Die Wette geht. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Oh, okay. Das Ding hat richtig Schmackes. Das war Dinkeltoast, der fliegt nicht so gut. Peter, ganz ruhig. Ganz ruhig. 3. Ganz ruhig, Ruhe, bitte, Ruhe. Bitte, Ruhe. Ach, oh nein. Wir brauchen absolute Ruhe, damit Peter ein Gefühl dafür kriegt, wann der Toast fliegt. Okay.
shoppen gehen, ne? Nicht schlimm, Martin. Nichts passiert. Schade. Nichts passiert. Nee, aber das ist lass uns einmal ein bisschen rüber in die Mitte, damit uns die Menschen besser sehen können. Der arme Kerl, ne? Der arme. Ja, aber es war wahnsinnig schwer. Es war unglaublich schwer. Und du hast es auch tatsächlich mehrfach gepackt. Das geht. Schau dir mal diese Zeitlupe an. Zack. Wahnsinn. Da glaubt der Toast an Thomas. Der war perfekt, ne? Woran hat es gelegen? Schau mal hier. In super Zeitlupe. Schöne Bilder. Schöne Bilder. Ja, woran hat es gelegen? Jeder Toast fliegt anders. Also ich hätte auch nicht gedacht, als ich das mit angefangen habe, hat Martin gefragt, ob man so einen Toaster pimpen kann, dass er so hochschmeißt. Ja. Und dann haben wir es mit einem Toaster, zwei Toaster, drei Toaster, und jetzt sind wir hier. Ja. Und in Hamburg flogen die ganz anders. Ich weiß nicht. In Hamburg regnet es sehr viel mehr. Das kann sein, das ist so Luftfeuchtigkeit. In Hamburg ist so hohe Luftfeuchtigkeit, genau, weil es immer nur regnet. Deswegen fliegt dieser Toast natürlich hier in Offenburg deutlich anders. Und das Toast kommt auch von Hamburg, also wahrscheinlich. Ich finde es eine grandiose Wette. Mit. Jeder Toast fliegt anders, das finde ich super. Genau. Ja. So. Wir bedanken uns dennoch für eine wunderbare Wettidee. Herzlichen Dank, Martin und Peter. Nehmen Platz in unserer Kandidaten-Lounge. Geht um 50.000 Euro. Herzlichen Dank. Und wir haben oft schon Gewinner gehabt, die die Wette sogar verloren hatten. So, Guido. Ja, so Wette verloren? Ja. Nee. Nicht Richtung Couch. Nicht Richtung Couch. Ich sag mal, Wette. Eine, die will unbedingt. Wette verloren, aber wir werden jetzt eine Frau sehr glücklich machen. Wollen wir mal, in welchem Bereich möchtest du, ja, ich will, du entscheidest? Ja, ich darf, kann nicht entscheiden. Ich müsste mit allen gehen. Ich kann so schlecht Nein sagen halt. Ja. Wir können es ja ein bisschen eingrenzen vielleicht. Guido, oh nein, ist das schwierig. Guido, pass das auf. Sind 365 Tage jetzt. Versuchen Sie bitte ruhig zu bleiben und die Nerven zu bewahren, meine Damen. Guido, wollen wir es? Ja. Oh Gott, ist das schwer. Ich könnte hier rückwärts mal schmeißen, wenn es fängt. Aber ich dachte, wir können es ja mal ein bisschen eingrenzen. Vielleicht jemand, die immer alleine gehen muss, wo der Mann nie mitkommt und so. Sind alle. Oder das sind alle. Eine sein, das die sind vorher, alle. Das hat keinen Markus, Sinn. Markus, es muss auch eine sein, die vorher schon Mittagessen gehen möchte. Weil ich daran glaube, okay, man muss erst was essen und dann kaufen. Weil man zum Schluss immer das Problem hat, am nächsten Tag denkt man, hätte ich mal erst. Deswegen der auch einer, der es gut schmeckt. Hast du das gesehen? Da ist dabei eben. Was mir Angst macht, da hinten ist eben mein Mann aufgestanden. Das macht nehme ich auch. Nehme ich auch. Ja. Hier, der, im roten Hemd. Aber dann stehen die Mädchen durch. Pass auf. Wo, ich in welchem Bereich? Markus, du entscheidest für mich. Nein, ich entscheide nicht. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Es gibt kein Kriterium. Komm, wir nehmen jetzt hier vorne die Dame in dem wunderschönen, oder? Welche meinst du jetzt? In dem wunderschönen Jagdgrün. Geht Ihr Mann mit Ihnen einkaufen? Nicht gerne. Ja. Dann bin ich jetzt Ihr Mann. Haben so Sie? Ist es. Sehr gut. Okay. Sorry. Wir machen, ich lade Sie ein nach Berlin. Ja. Sie kommen zu mir und wir machen einen ganz schönen Tag. Ich freue mich. Wie heißen Sie? Rita. Wunderbar. Rita. Sorry. Sie sind, Guido, bleib ruhig hier. Ach so. Wir reden über, ich habe es akustisch nicht mitgekriegt. Rita, ja? Ja, genau. Rita Schnell, Fotomodell. Rita Schnell, Fotomodell, ja. Rita, haben Sie überhaupt einen Mann? Ja. Ja, sehr gut. Wo ist der? Ist das der? Da hinten. Ah. Ach, da hinten. Sie sitzen getrennt voneinander? Oder? Nein. Okay. Ach, dann wird es teurer, aber ist ja. Okay. Rita, woher kommen Sie? Aus Waldshuttingen. Ist hier in der Direkt Nähe. Direkt an der Schweizer Grenze. Ach, wunderbar. Dann wären Sie in Berlin. Ich freue mich sehr. Wir werden einen wunderbaren Tag haben. Wird dann in Schweizer Franken bezahlt in Berlin. Wir machen das. Ich zahle alles. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Ich bin bei Ihnen. Danke. Sehr gut. Danke. Rita, viel Spaß. Entschuldigung an die anderen Frauen. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Guido, lass es uns. Herr Schnell war das, ja? Ja, ja. Herr und Frau Schnell. Es gab doch mal so ein Lied, Rita Schnell-Fotomodell. Ja, ich weiß. Ja, Entschuldigung an all die anderen mit dem Plakat. Herr Schnell. Aber ich. Herr Schnell, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Frau jemals wiedersehen, ob die jemals wieder an die Schweizer Grenze zurückkommen. Nein, aber die kommt. Ich habe ein gutes Gefühl. So. Oh mein Gott, das war aber wirklich schwierig für mich, weil ich eben nicht Nein sagen kann. Ich weiß. Und dann hättest so viele, ne? Ich glaube, ich mache die längsten Autogrammstunden.
Ist das wahr? Ja, ich stehe bis zum Schluss, weil es mir leid tut. Wenn die kommen, denke ich, kann ich einfach gehen. Ne? Das ist wahr. So gehört sich das. Ja. So gehört sich das. So, Guido, du weißt, wer jetzt kommt, ne? Ja, wer kommt? Du weißt, wer jetzt kommt? Eine tolle Frau, habt ihr gerade hinter der Bühne schon kennengelernt. So angenehm normal, bescheiden, auf dem Boden geblieben und trotzdem ein absoluter Weltstar. Schaffte ihren Durchbruch mit Jim Carreys Die Maske, wurde weltberühmt mit Verrückt nach Mary. Jetzt hat sie uns in neuen Filmen mitgebracht. The Other Woman, die Schadenfreundinnen in neuen Filmen. Guido Maria Kretschmer ist ein Fan, ich bin es auch und Sie mit Sicherheit auch. Herzlich willkommen, Cameron Diaz! Cameron, nice to see you. You as well. Thanks for having me. You look great. Thank you. Wow. Cameron Diaz, meine Damen und Herren. Hey. Cameron Diaz. Guido Maria Kretschmer. Nice to meet you. Hi. Bitte, schön, Sie ein bisschen rüber, dann haben wir ein bisschen mehr. Genau, das ist gut. Das ist gut. Have a seat. Thank you. Thank you so much. Wasser. Thank you. Wasser. Ja. Guido, gleich erste Frage an dich. Was sagst du zu diesem Kleid? Ja, sieht unglaublich aus. You look amazing. Thank you. Vielen Dank. Nein, ist wunderschön. Ja. Vielen Dank, das weiß ich dir schätzen. Toll. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Girl likes a nice frock. Ja, es ist immer schön, was Schickes zu tragen. Oh, love that. It's really nice. Thank you. Vielen Dank. Also, ich finde es toll. Ja, er weiß ja, worum es geht. Was wolltest du gerade sagen? Sie riecht you so gut. You smell amazing. I do. Wirklich? Once. I mean, it's so wirklich? Weird. Das ist ja verrückt. Yeah. Oh, no, I love that. That's not normal. Aber das ist nicht normal. So, Guido Maria Kretschmer, berühmter deutscher Modedesigner, der alles über Mode weiß. Wo kauft eigentlich Cameron Diaz ein? Grundsätzlich nur in den feinen Boutiquen oder auch mal auf dem Flohmarkt? No, I mean, you know, I'm a girl. Ich bin ein Mädel und ich kaufe meine Klamotten überall. Eigentlich alles, was mir gefällt. Bei mir ist es nicht so, dass ich nur schicke Klamotten, teure Klamotten kaufe. Ich leihe mir auch Sachen von Freunden zum Beispiel. Nee, also ich kaufe meine Sachen überall. Designerklamotten, ich habe Freunde, die sind Designer, die machen Sachen. Ja, it's fun. Also mir gefallen viele verschiedene Sachen. Macht das Spaß. Das machen nur Frauen wieder, ne? Sich gegenseitig Klamotten auszuleihen und sie dann aber auch nie wieder zurückzubringen. Ja, auch Mütter nehmen mal ihren Töchtern was weg und umgekehrt, habe ich jetzt erfahren. Gibt's auch. Ja, ja, ja. Yeah. Stop Girls, die tauschen aus und die wollen auch immer das, was sie gerade sehen. Ja. Cameron macht das auch? Klamotten austauschen mit anderen bekannten Hollywood-Größen? Sagt, pass auf, geh mal was von... Yeah, I think ja, klar. Das ist eine ganz normale Sache bei Mädels, dass sie sich gegenseitig die Klamotten ausleihen. Denn man sagt, hey, das hast du seit einem Jahr nicht mehr getragen. Das gehört mir oder das mache ich mir gerne mal ausleihen. Also es ist mehr als ausleihen, mehr als teilen. Es macht einfach Spaß. Und ich finde es auch toll, meinen eigenen Kleiderschrank mal ein bisschen auszuräumen und verschiedenen Freundinnen auch Sachen auszuleihen oder auch zu schenken, wem halt was gefällt, Gucci oder was auch immer. Also das macht wirklich viel Spaß. Und es macht mir Spaß, wenn mein Kleiderschrank ein bisschen leerer wird. And never enough, this is awesome. Never enough. Nee, da gibt's always nie running out. Sprich ruhig Deutsch, Guido. Ja, damit genug. Auch alle hier. Entschuldigung, nie genug. Gut verstehen. So, Cameron Diaz, die eine wilde Mischung ist, Guido. Pass auf. Englisches Blut ist da im Spiel. Indianisches Blut ist da im Spiel. Kubanisches Blut ist da im Spiel. Und, Achtung, deutsches Blut ist da im Spiel. Yes. Eine schöne Mischung. Ich bin eine richtige Promenadenmischung. Seit Generationen leben meine Verwandten in Amerika und da hat sich alles irgendwie zusammengefunden. Einer vom Boot wurde immer genommen, von jeder Nationalität, alle, die eingewandert sind. Und so bekommt man halt eine schöne Mischung zusammen. Aber fühlst du dich überall zu Hause mit all den Nationalitäten, die in dir schlummern, wenn du da bist? Do you feel home? Ja. Ja, klar, ich fühle mich sehr bodenständig, sehr geerdet, könnte man sagen. Ich sage immer, ich bin einfach eine richtige Mischung und fühle mich überall da wohl, wo ich zu Hause bin, wo ich mich gut fühle. Und das deutsche Blut gehört halt auch dazu. Also ich bin hart. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, so sind wir.
Deswegen, also dieser deutsche Teil von mir, der ist auch auf jeden Fall vorhanden. Und sie ist eine richtig wilde Hummel, wie man hier in Deutschland sagt. Camel, wie oft hast du dir die Nase gebrochen? Darf ich das mal fragen? Oh, well, you know, also, tja, lustige Frage. I always say two fists. Ich sag immer, es waren zwei Fäuste, ein Knie und dann noch irgendein Junge. Jeder hat da mal zugeschlagen. Das ist aber schon lange her, da war ich ein Kind. Es war, glaube ich, so, dass ich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und da habe ich dann irgendwann meine Faust im Gesicht gehabt als Kind. So hat es angefangen. Aber ich konnte kaum atmen zu der Zeit. Also, und jetzt mittlerweile ist es immer noch so, dass ich hier auf der linken Seite immer noch nicht richtig gut Luft kriege. So ist das halt. Das sind die Nebenwirkungen. Aber es ist sehr schön von der Seite. Es ist eine ganz kleine Nase. Indianische Nase. Ja, das wurde ein bisschen gerichtet, wieder aufgebaut und Gott sei Dank. Sauerstoff ist ja sehr wichtig, wie wir wissen. Und wenn man nur 50% davon bekommt, vor allem wenn man schläft, ist das natürlich nicht so gesund. Und dann denkt man, oh Gott, was ist denn hier los? Was passiert hier? Und dann erinnert man sich teilweise nicht an Das passiert vielen Leuten. Was war denn da nochmal? Das haben ganz viele Leute, glaube ich, die haben die Nase zu. Ach, so läuft es. Deswegen werden die irgendwann so vergesslich. Deutschland ist verrückt nach Cameron Diaz, seid verrückt nach Mary. Deswegen lieben dich die Deutschen vor allen Dingen. Es war eine großartige Komödie. Und du hast uns eine neue Komödie mitgebracht, die viel auch damit zu tun hat, wovon wir gerade gesprochen haben. Auch so ein Mädelsding, sehr, sehr unterhaltsam. Wir schauen einmal kurz rein. Bitteschön. Der Hammer. Du hast doch immer was mit mehreren gleichzeitig laufen. Du hast die ganze Mannschaft durch. Und auch die Ersatzbank. Ich wollte zu Mark. Sie müssen seine Haushälterin sein. Nein, ich bin seine Frau, Kate. Sind Sie so eine Art strippende Klempnerin oder so? Wenn ich Sie reinlasse, trinken wir keine Kosmos und flechten noch keine Zöpfe. Ich kann einfach mit Frauen wie dir nicht mithalten. Wir wurden beide vom selben Typen verarscht. Tequila oder lieber Wodka? Die geilste Nacht meines Lebens! Das ist so schräg. Er trifft sich mit jemandem. Dann betrügt er uns beide. Ich bin's nämlich nicht. Oh mein. Soll das ein Witz sein? Was wollen wir jetzt machen? Ich möchte ihm wehtun. Wir sollten ihm in die Eier treten. Ich finde es sensationell, wie dein Hirn funktioniert. Aber ich finde, wir sollten auf etwas Größeres abziehen. Ich dachte, du fütterst ihn mit Hormonen. Tu ich auch. Ich sehe aus, als bräuchte ich einen BH. Ich denke, du erreichst gerade die Manopause. Manopause? Aha, ist er ein wenig... Wie Scham. Wie... Schaden, Freundinnen, Cameron Diaz. Das scheint ein großer Spaß gewesen zu sein, das zu machen. Bist du jemand, der dann auch gerne mal so mit seinen besten Freundinnen um die Häuser zieht? Vor kurzem ist ein Foto von dir aufgetaucht. Müssen wir uns einmal kurz anschauen. Sehr, sehr schönes Bild. Das sieht aus, als wären da eine sehr, sehr nette Truppe unterwegs. Wen sehen wir da alles? Wer ist alles dabei? Ja, das ist wirklich eine Gruppe meiner Freundinnen, meine Mädels sind das. Wir machen jedes Jahr eine Reise irgendwo hin und unternehmen was gemeinsam. Das sind meine Freundinnen. Das sind verschiedene Freundinnen von mir und wen sie kennen, das ist natürlich Reese Witherspoon und Drew Barrymore. Und wir waren da bei einem kleinen Wochenende mit den Mädels und haben einen Kochkurs gemacht. Und zwar einen italienischen Kochkurs. Zwar war das in Kalifornien, im Napa Valley, und das war super lustig. Wir haben super viel gegessen und Wein getrunken. Das hat echt Spaß gemacht. Und einige von denen sind auch Mütter, so deswegen haben die natürlich besonders viel Spaß gehabt, weil sie sich mal nicht um ihre Kinder kümmern mussten und endlich mal mit den Mädels ausgehen konnten. Also wir haben zusammen im Bett geschlafen, sind zusammen morgens aufgewacht. Also es hat echt Spaß gemacht. Das war ein richtiges Mädels-Event. Sehr schön. Also Klamotten leihen, Klamotten aus. Leihen und teilen und so weiter. Am 1. Mai in deutschen Kinos die Schadenfreundinnen Cameron Diaz bei der Arbeit sozusagen. Da gehen wir gerne rein. Scheint ein großer Spaß zu werden und freuen uns jetzt auf deine Wette, Cameron. Das sind die Jungs, um die es geht. Schau mal. Hallöchen, ich bin Dennis Mierke. Und ich bin Nico Fanselo. Und wir kommen aus dem wunderschönen Berlin. Wir sind beste Freunde und studieren zusammen Wirtschaftsingenieurwesen. Aber nicht Vollzeit. Wir haben auch noch anderen Mist im Kopf.
Wir arbeiten nämlich mit Hochdruck an unserer musikalischen Karriere. Richtig, denn wenn wir Auto fahren, singen wir gerne viel und laut. Und schief. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos. Und damit uns niemand erkennt, nennen wir uns die Autotenöre. Ich sammle Autogrammkarten. Und wenn wir als Autotenöre berühmt werden und unsere eigenen Autogrammkarten haben, dann kommen die natürlich mit in die Sammlung. Und dafür halte ich extra 2 Plätze frei. Wir wetten unglaublich gern auf alles Mögliche und ja, die Wetteinsätze dabei sind meist verrückt oder auch peinlich, aber das muss auch so sein. Für unsere Wette brauchen wir ein Auto und gute Musik. Geht aber auch mit schlechter. Wenn wir Wettkönige werden, dann schauen wir uns ein Spiel von Manchester United im ehrwürdigen Old Trafford Stadium an. Den Super Bowl live in Amerika. Und ich kaufe mir ein kleines Auto. Ach übrigens, wetten, dass ich Markus Lanz in der Sendung als erster die Hand gebe? Top, die Wette gilt. Und da sind sie, Dennis Mierke und Nico Fanzolo. Herzlich willkommen in Offenburg, herzlich willkommen bei Wetten, dass. So, Nico. Hallo. Cameron Diaz. Hi, nice to meet you. Ich hab's geschafft. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Du hast die Wette gewonnen. Ich habe gerade gewonnen. Wir nehmen Cameron einmal bei uns in die Mitte, oder? So, genau. Oder wir platzieren uns da direkt zwischen die Autos. Ist das eine Idee? Natürlich. Komm. Einmal Auto ausmachen, Cameron. Wir gehen hier rüber. Dann sehen uns die Menschen ein klein wenig besser. Ihr links, einer rechts. Perfekt. So, seid ihr Amerika-Fans grundsätzlich? Ja, soweit ja. Und dann natürlich der Sport. Erst recht. Und jetzt im Besonderen, seit der Begegnung mit Cameron Diaz, nehme ich an, hat sich diese Amerika-Liebe... Ja. Jetzt ist... akut verstärkt. Puls 180, du. Ja, hast du schon Autogramm von ihr? Nein, aber da ich natürlich ein absoluter Fuchs bin... Nein, aber sehr gut. Eine Sache fehlt. Sehr gut. Was fehlt denn? Okay. Komm einmal. Schönes Autogramm. Mal, wie grazil sie an diese Motorhaube schreitet. Mit love. Thanks a lot. Danke. Okay. Danke. Schönes. Also, folgende Wette, Cameron. Nico wettet, das ist der junge Mann zu meiner Linken, dass er anhand der aufleuchtenden Bremslichter am Auto seines Freundes Dennis 50 Lieder erkennt. 4 von 5 Titeln müssen richtig sein. Dennis, zunächst mal die Frage, wie kommt man auf so eine bekloppte Idee? Ja, wie kommt man da drauf? Also wir standen an der Ampel, sind zu mir gefahren, um wie immer Sport zu gucken. Ja. Und ja, dann habe ich angefangen auf meiner Bremse rumzutrommeln, sage ich mal. Nico hat das Lied sofort erkannt, hat mich darauf angesprochen. Ja, dann meinte ich so, ey du, das ist doch auf jeden Fall Herzensbrecher. Und dann meinte er so, ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir einfach verrückte Typen und dachten, wir müssen uns bei Wetten, dass bewerben. Und jetzt stehen wir hier mit dir, charmanten Kerl, mit der absoluten Schönheit. Ich wollte gerade sagen, es geht um diese junge Frau. So sieht's aus. Pass auf, wenn ich einmal kurz ins Auto, damit wir hier mal sehen können, Cameron, let's have a look, how it works. Damit wir mal einen Blick drauf werfen können, wie das funktioniert. Ja, das ist jetzt einer der Titel, die gar nicht in Frage kommen. Ja. Und Dennis wird uns einmal kurz zeigen, worauf ihr achtet. Ist es immer der Rhythmus? Oder nein, das ist mal Rhythmus, mal ist es die Stimme. Okay. Aber mal sind es auch kleine Sachen im Lied. Okay, pass auf, hier kommt die Musik. Wie würdest du... Also wir machen jetzt immer auf dieses Klatschen. Immer 2, 4, 2, 4, 2, 4, okay. 2, 4 und immer so weiter. Weil das Lied sonst viel zu viel geben ja. würde. Okay, ich meine, das ist relativ einfach, das kennen wir vom Stop and Go jeden Morgen. Ja. Da sieht das auch so aus. It's like Stop and Go, ja? Yeah. Okay, aber jetzt wird es deutlich schwieriger. Mach dich schon mal an die Arbeit, natürlich. Wenn du dich noch konzentrieren kannst, soll ich das Autogramm... I have a question. Ich habe eine Frage. How many times have you guys done this? Wie viel Mal habt ihr das schon gemacht, geübt? Das ist nicht mehr zählbar. Ich weiß es nicht. Hunderte Male? So many times. Yes. Also sehr oft. Over and over. Okay, immer wieder.
Was glaubt ihr? Ich versuche mir gerade mal vorzustellen, wie das funktionieren kann. Was glaubst du denn? Können die das? Ich glaube, die können das. Ich traue denen das zu. Ja. Ja. Also Cameron hat ein gutes Gefühl. Cameron, für den Fall. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Sehr gut. Für den Fall, Cameron, dass es schief geht, musst du einen kleinen Wetteinsatz spielen. Du weißt, es hat eine gewisse Tradition bei Wetten, das, sagen wir mal, folkloristische Kleidung zu tragen. Und weil wir ja hier am Rande des Schwarzwaldes unterwegs sind, haben wir uns für dich Folgendes vorgestellt. Schau mal. Das wäre das, was wir gleich auf einem Laufsteg... Ist das in Ordnung? Okay. Ja, of course. Ja, klar. Also ich habe schon beklopptere Sachen getragen auf meinem Kopf. Okay, also, Cameron, dann komm bitte zu mir. Wir wiederholen nochmal die Wette. Also, Nico sagt, dass anhand der aufleuchtenden Bremslichter 4 aus 50 Musiktiteln richtig erkennt. Ihr seid bereit, ihr beiden? Okay, Logo. Dann sage ich, top, die Wette gilt. Und Cameron sucht uns bitte den ersten Titel aus 50 aus. Cameron, darf ich dich bitten? Irgendeinen. Da, da, da. Ja, okay, so, der hat eine Nummer, die die beiden natürlich nicht kennen, die ihnen auch nichts sagt. Wärst du so lieb, diese CD rüber zu Dennis zu bringen? Genau. So. I like the old Dennis. School CD. Ja. Diese alte, genau. Althergebrauchte CD finde ich cool. So, und er braucht einen kleinen Einsatz von mir. Du sagst, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Du bist auch konzentriert. Jo. Und bitte, erster Titel. Hast du eine Idee? Ich wäre bei Helene Fischer. Das ist Pitbull und Kesha Timber. Okay, wir hören einmal kurz rein. Nein. Nein. Es ist Lady Gaga, ist es, ne? Lady Gaga. Okay. Pokerface. Das ist doch ein uraltes Auto, das ist 30 Jahre alt. Also. Ich glaube, es ist gut genug, ne? Dieses Auto, am Auto liegt es nicht. Nein. Aber es ist einfach sehr, sehr schwer. So, das ist die nächste Nummer. Noch ist nichts verloren. Okay, bringen wir wieder rüber. Danke. Cameron selbst ist großer Heavy Metal Fan, ne? Ja, damals in meiner Jugend, da hat mir das schon ganz gut gefallen. Da, ja, kann man sagen. Oder man kann auch sagen, ich war auf ziemlich vielen Konzerten, um ehrlich zu sein. Damals in meiner Jugend, also vorgestern. So, du bist soweit? Ich bin soweit. Volle Konzentration und bitte. Das ist... Du schwankst, Nico? Ja. Sag mal, was du im Kopf hast. Du kannst auch noch mal hören, wenn du möchtest. Also, ich meine, wir bremsen noch mal für dich. Ja, das wäre sehr nett. Ich glaube, es ist noch mal Materia, aber ich würde es gerne noch mal sagen. Vielleicht hat er sich auch verbremst. Das weiß man ja nicht so genau. Was sagst du, was ist es? Ich glaube, es ist von Materia, aber... Wir hören einmal rein. Er muss sagen, was? Finger am Kopf von Materia würde ich... Aber ich würde es immer noch mal sehen. Also. Willst du es noch mal sehen? Okay. Ja, es müsste das Ping, Ping, Ping sein, ja.
Du sagst Materia? Ich sag Kids, zwei Finger am Kopf von Materia. Wir hören rein. Okay. Ist im Moment großartiger deutscher Musiker, wollte ich schon sagen. Welchen nehmen wir? Nee, ist egal, ich will den nicht vorgreifen. Cameron? Why don't we take that one? You are going for it? Yeah. Sollen wir das hier nehmen? Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Volle Konzentration, wir dürfen die beiden nicht durcheinander bringen. Du bist fertig? Jo. Dennis? Ich auch. Und bitte. Die Flippers. Blackout. Ich hab's gleich. Hast du eine Idee? Mhm. Oder soll ich ihn bitten, nochmal... Was soll seine Idee sagen? Ich glaube, das ist It's Raining Man von den Weather Girls. Legst dich fest? Wenn du mich nochmal lässt, dann gucke ich es natürlich gerne nochmal. Du hast den Titel schon rausgehauen, im Grunde ist es jetzt eigentlich passiert. Gut, ne, wollen dann. Wollen wir reinhören? Weather Girls is Raining Man. Weather Girls? Jawohl! Hallo, geht doch! Sehr gut! Es läuft wie eine Eins. Cameron Diaz bringt Glück. Das ist eine sehr, sehr schwere Wette. Dennis, du sagst, wenn du soweit bist. Ich hab noch nichts. Hast noch nichts? Moment. Und bitte. Das müsste jetzt eigentlich das vom Anfang sein. Was war am Anfang? Am Anfang war Kesha und Pitbull Timber, habe ich da gesagt. Und eigentlich müsste es das jetzt sein, aber lass mich noch. Wollen wir reinhören? Komm. Ja, komm, hör rein. Komm. Jawohl! Ja! Läuft! Sehr gut. Welchen nehmen wir? Okay. Bleibt. Ja, genau, da noch. So, die alles entscheidende CD. Danke. Guido ist auch fix und fertig drüben auf der anderen Seite. Ja. So, Dennis. Eigentlich muss man ja sagen. Dennis. Ich bin soweit. Du bist soweit und bitte. Heilige Marie. Heilige Maria ist nicht der ganz korrekte Titel. Let's go. Wenn du es nochmal hören willst, beziehungsweise sehen willst, ich würde dir noch einen geben. Ja, dann aber bevor du was sagst. Nimm ich den gerne an, ja. Okay. Dennis? Ich bin soweit. Okay, und bitte. Das
Sieht aus wie die Polizei aus L.A. Du kannst es auch selber vorsingen, wenn du möchtest. Nico, eine Idee? Ich schwank zwischen drei Sachen. Ich habe das am Anfang nicht so deutlich gesehen irgendwie. Du musst jetzt leider... Sag mal die drei und wenn das irgendwie für uns Sinn ergibt und Cameron alle Augen zudrückt, würden wir nochmal bremsen für dich. Ich schwanke zwischen Raw und es ist Raw. Das sieht aus wie Raw. Und ich sag Raw, Katy Perry. Okay, pass auf, wir hören rein. Ja, ist richtig! Ist richtig! Freue mich so für euch. Finde ich toll. Congratulations! Danke. Das war ganz, ganz groß. Congratulations! Super! Das war super! Good for you! Ja! Habt ihr super gemacht! Toll! Nur dafür Autos putzen. Toll! Das fällt mir Stein vom Herzen, ne? Ey. Können wir es jetzt mal sagen? Doch, ich sag's jetzt einfach mal. Es hat in der Probe nicht einmal funktioniert. Und deswegen freue ich mich so für euch. Nico und Dennis, herzlichen Glückwunsch dazu. Macht's euch gemütlich. Ja, na logisch. Bitteschön. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Basti, Tolga und Sophia für die schönen Videos. Und ich grüße dem FC Beach United und viel Spaß beim Kiss Cup, Jungs. Macht's gut. Okay, Dennis und Nico, herzlichen Glückwunsch. Danke. Freue mich sehr, wir sehen uns später wieder. Danke. Gut, guck mal, mal ganz entspannt einen Hollywood-Star. This is the thing with hobbies. So ist das halt mit Hobbys. Wenn die Leidenschaft dabei ist, Leidenschaft zu Musik, das hat man genommen, übernommen und hat das daraus gemacht und bekommt sowas daraus. Ist doch toll. Aus Liebe, aus Leidenschaft heraus. Herzlichen Glückwunsch. Super. Sehr schön. Oh ja, entschuldige, das auch. Entschuldige, das Autogramm. Ja, super. Super, Camera kommt mit rüber. Das war super. Schade, schade, schade. Wir hätten Cameron gerne gesehen. Wir hätten. Jammer. Genau, Sir. Cameron Diaz ist eine großartige Surferin. Ja. Wir müssen auf ihre Nase aufpassen. Die kann das. Immer schön aufs Näschen aufpassen, das ist richtig. So, wow. Spätestens seit Andrea Berg, Helene Fischer. Wie sie halt. Bist du Schlager-Fan? Ja, also Fan. Aber ich, wenn ich es höre und denke, ach, ist hübsch, dann würde ich sagen, okay. Also nicht alles, aber vieles. Ja. Was ist dein Lieblingsschlager? Also ich habe die ganze Zeit jetzt immer Andrea Berg gehört, weil beim Dreh haben die nur den Song da gesungen. Ich hab dich tausendmal und so. Ja. Deswegen, aber ich mag schon, wenn es gut kommt. So, Cameron Diaz wird auch jetzt was lernen über deutsche Schlagerkultur. Da freuen wir uns sehr drauf. Das ist ganz spezielle Musik und richtig sexy. Und vorgetragen von einem Mann, der auch in dunklen Jahren, auch in den dunklen Jahren von Techno und Grunge, dem deutschen Schlager, immer die Treue gehalten hat. Und der sagt, mit dem heutigen Tag wird wirklich ein Lebenstraum für mich wahr. Hier ist mit einem großartigen Schlager-Medley der noch wunderbarere HP Kerkeling. Oh. Dankeschön. Das deutsche Fernsehballett. Mit dem deutschen Fernsehballett. Vielen Dank. Harpe Kerkeling gemeinsam mit dem deutschen Fernsehballett. Harpe, großer Spaß. Komm runter. Vielen Dank an das deutsche Fernsehballett. Schön bei dir zu sein, Markus. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Harpe. Hat lange nicht geklappt. Ja. Und es ist eine schöne Runde. Cameron Diaz. It's a great pleasure to meet you, Cameron. Ich freue mich auch sehr. Das war wirklich klasse, der Auftritt. I'm a Schlagersänger, genau. Guido, grüß dich. Very good, Schlagersänger. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Wo darf ich mich hinsetzen? Setz dich gerne neben Cameron. Okay. Die Chance hat man nicht so oft. Ja, das ist wahr. Ist wahr, ne? So. Happe,
Die haben dich gerade hier ein bisschen runtergeführt? Das Alter schon? Oder? Nein, es ist nicht das Alter, Markus, aber ich gebe offen zu, mein dreidimensionales Sehen ist ein bisschen eingeschränkt. Eine Treppe ist für mich eher wie eine Rutsche. Im Ernst? Ja, ich sehe es nicht richtig und insofern gehe ich dann immer so tastend. Deswegen sieht es manchmal so aus, als würde ich auf Eiern gehen. Ja. Ich sehe es halt nicht richtig. Weil du? Ich sehe dich jetzt schon richtig. Du hast eine Ahnung, wo Guido sitzt, wo Cameron sitzt. Und sitzt so. Da Publikum? Ja. Ja, ich glaub, sehr nette Leute, sehr nette Leute, sehr nette Leute. Nein, es sind so Abstände. Ja. Es sind die Abstände, die ich nicht genau sehe. Ich muss mich immer eher rantasten. Ehrlich? Ja. Aber reden wir nicht von meinen Gebrechen. Aber fährst du auch so Auto? Also wenn du Auto fährst, woran orientierst du dich? Dann eher an den Magnetfeldern so der Erde? Am Allgemeinzustand, so wie gerade die Verkehrslage ist. Das geht schon. Ist gerade so fast. Ja. Also, Happe, ich habe es gerade schon gesagt, für dich geht da ein Traum in Erfüllung. Ja. Du und deutscher Schlager, woher diese große Liebe und wann hat es angefangen? Du, ich meine das wirklich ganz ernst. Ich liebe den deutschen Schlager. Geht mir auch und so. Seit der ZDF-Hitparade als 8-9-Jähriger wurde ich am Samstagabend gewaschen. Es gab Toast Hawaii, den frischen blauen Frotteeanzug und dann wurde Schlager geguckt. So. Also insofern bin ich auch versaut und musste es ja richtig so. Ja, aber so. Ich finde es auch immer noch gut. Ich liebe deutschen Schlager. Ja. Und ich habe mit 17 tatsächlich einen Versuch gestartet. Ich wollte Schlagersänger werden. Mit 17? Mit 17, ja. Da sah ich auch noch gut aus. Dafür singe ich jetzt besser. Auf jeden Fall habe ich von der Platte damals 300 Platten verkauft. Krass. Und habe die Schlagerkarriere abgebrochen, habe gedacht, werde doch Komiker. Aber jetzt versuche ich es halt nochmal. Jetzt wenige Jahre später, kurz nach 17, machst du nochmal einen Anlauf. Ja, ich probiere es nochmal. Und die Leute finden es toll. Das Ding läuft wie geschnitten Brot. Wonach hast du denn ausgesucht? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es sind fast nur Frauentitel, die da drauf sind. Ja, vielleicht gehen einem die Lieder besonders ans Herz und da macht es auch besonders Spaß, sie neu zu interpretieren. Und gerade Feuer von Irene Shear, ich habe auch jetzt noch die Hitze, das war eine besondere Herausforderung, weil Irene ist eine gigantisch gute Sängerin. Stimmt. Und das war schon nicht so einfach. Aber mit Gesangsunterricht hat es dann hingehauen. Sehr gut. Happe, wo wir dich schon mal da haben. Und ich freue mich wirklich sehr, weil es ein bisschen ruhiger um dich geworden war. Du hast dich so ein bisschen, zurückgezogen. Dann gab es da diesen unglaublichen Erfolg. Wie viele Bücher hast du verkauft von Ich bin da mal weg? Das möchte ich nicht sagen, das ist peinlich. Ich weiß es. Irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen, glaube ich. Also ich weiß es das nicht. Erfolgreichste deutsche Sachbuch aller Zeiten. Das ist mal Applaus wert. Ja. Sei dir gegönnt. Ja. Es ist ein Wanderbuch, Cameron. It's about walking. It's about walking? A pilgrimage. Oh, it is a pilgrimage. Oh, ein Pilgerbuch, schön. It came out in America as well. What is the name of it? Wie heißt das denn? I'm off there. I'm off there? Ja, genau. Aber in Amerika habe ich nur 500 Bücher verkauft, von daher sollte ich nicht. Alles okay, ist ein Riesenerfolg in Amerika. Ist so ein, wenn das auf Englisch gibt, dann kaufe ich das gerne. In Deutsch verstehe ich ja leider nicht. No, I'll get it. Ist so eine Art Buch über Nordic Walking oder sowas, könnte man auch sagen. Ja, so kann man es abgekürzt. In gewisser Weise, um das Cameron mal ein bisschen zu erklären. Ja. Cameron auch ein sehr erfolgreiches Buch gemacht, ihrerseits in Amerika, weißt du das? Perfect Body heißt es, glaube ich, ne? Das sollte ich lesen. Ja. Happe. Was sagst du? Gutes Buch zu lesen. Wenn man sich um seinen Körper kümmern möchte, dann hilft das einem, das Bodybuch. Also wenn Sie einen Körper haben, den Sie ja haben, dann definitely. Hilft es. Sie haben ja alle einen Körper, deswegen ist es das Richtige. Auch Guido hat Body, viel Body, wir alle haben Body. Body und Body geschrieben, genau, alles. Ja. Hast du dich zurückgezogen, Happe, zum Schreiben wieder oder was hast du gemacht in der ganzen Zeit? Ja, ich habe mich getraut. Ich habe wieder ein Buch geschrieben. Es sollte eigentlich eine Autobiografie werden. Jetzt ist es ein Buch über meine Kindheit geworden, weil ich auf Seite 250 festgestellt habe, ups, ich bin erst 6 Jahre alt. Also wie lange soll das Buch noch werden? Ja, und das ist wirklich wahr, das ist kein Scherz. Und deswegen hört es eigentlich 3 Tage, bevor ich in die 3. Schulklasse komme. Da hört das Buch auf. Nicht dein Ernst? Doch, ja. Und es heißt, der Junge muss an die frische Luft und kommt im Oktober. Ein Satz von Oma oder von dem? Nee, von der Schwester meiner Oma, von Tante Lore. Das wird dir jetzt nicht sagen, aber nicht direkt. Ich schicke dir das Buch. Ja, aber Tante Lore und deine Oma, kannst du eine kleine Geschichte daraus verraten? Ja, Tante Lore hat mir eigentlich das Sprechen beigebracht. Tante Lore hat mich zugequatscht und so war ich gezwungen, mit knapp 1,5 Jahren wirklich Konversation und Kommunikation mit ihr zu führen. Sie hat drauf bestanden, so habe ich dann damals relativ schnell gesprochen.
Und es hat dir nicht geschadet. Happe, wenn du mal so zurückschaust, auch das hast du mir erlaubt zu sagen, du wirst bald... Ich werde bald 30. Richtig. Plus 20. Ja, plus 20. Plus 20. Das neue 25, ja. Das neue 25. Ja. Fühlst du dich gut? Ja, also ich fühle mich schon gut, aber wenn ich dann immer höre, wenn Leute sagen, ich werde jetzt 50 und fühle mich wie 30, ja, fühle mich so wie 47, so in etwa. Ja. Das ist aber okay. Oder auch mal wie 47 halt. Ja. Ja. Ja, was soll man denn da erzählen? Finde ich auch. Ich tanze und schwitze, jeder sieht's. Das ist nun mal so, wenn man auf die 50 zugeht. So, wenn du jetzt mal zurückschaust, Habe, auf diese lange Zeit, was ist, du hast ja, die schönsten Dinge gemacht im deutschen Fernsehen. Gibt es ein Ereignis, von dem du sagen würdest, das ist mir besonders hängen geblieben, hat besonders viel Spaß gemacht oder ging mir besonders nah? Besonders nah und besonders hängen geblieben ist natürlich die Beatrix, weil ich da vollkommen unbewussterweise mein Leben riskiert habe. Weil? Cameron, für dich zur Erklärung, er war mal Teilzeitkönigin von Netherlands. Ja, ich habe das gerade Übersetzung in meinem Ohr erhalten und toll. You already think I'm crazy and I definitely am, yeah. I like crazy people. Ich stehe auf verrückte Leute, ich finde das super. Also ich kann mich da wirklich hineinfassen. Nein, aber die Beatrix schon, weil wenn ich damals der Bundesgrenzschutz gewesen wäre, ich hätte geschossen. Du hättest dich erschossen. Ja, weil das war schon ein komischer Auftritt. Ja, aber die haben irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt und sich trotzdem nicht getraut zu schießen, weil sie dich erkannt haben, oder was glaubst du? Nein, sie hätten auch nicht geschossen. Aber natürlich, wenn man da sowas aufmischt, ist die Gefahr schon da, ja. Und du hast mir irgendwann mal berichtet von einer sehr schönen Geschichte mit Jermaine Jackson. Soll ich die jetzt hier erzählen? Bitte. Das ist ja voll peinlich, die Geschichte. Komm. Die soll ich jetzt hier erzählen, diese Jermaine-Jackson-Geschichte? Dann erzähle ich sie. Also das war mein allererster Fernsehauftritt, beziehungsweise meine allererste Fernsehsendung in Köln, Känguru, eine Popmusiksendung. Und mein erster Gast war Jermaine Jackson, der berühmte Jermaine Jackson. Und irgendwann gab es eine Pause, dann habe ich ihn angequatscht. So, und dann standen wir da in der Kantine mit Blick auf den Kölner Dom. Und dann hat er ernsthaft zu mir gesagt, oh, is it Paris? Und da habe ich gelacht und habe gesagt, no, of course not. It's the Dome of Cologne. But I thought it was Notre Dame. Das also nicht er dachte, es sei Notre Dame. Er sagte, es sei Notre Dame. Und seine Frau will jetzt meine Agentin werden in Amerika für Textilien. Ich lasse es. Frau von Jermaine Jackson. Ja. Vielleicht weiß sie gar nicht. Sag dir doch, du kommst aus Paris. Ja, I'm from Paris. Ja. Genau. Ja. Nein, nein, nein. Vielleicht hält sie dich. Nein, aber ich bin mal, als ich auf dem Weg von New York zurück nach Europa, da habe ich neben meiner Dame gesessen, die hat zu mir gesagt, where do you go? Und ich habe gesagt, well, I go back to Germany and then to Vienna. Und hat sie gesagt, oh, Austria, how are the beaches there? Ich sag, ja, fine. Österreich, wie ist da der Strand? Wie ist der Strand, genau. Ja, sehr schön. Österreich bekannt für seine weitläufigen, schönen Strände, muss man sagen. So. HP, du hast diese schöne Biografie geschrieben, die 3 Tage vor deinem 8. Geburtstag endet. Ja. So, und die beiden Jungs, die jetzt kommen, sind schon ein paar Tage älter, sind Zwillinge, 10 Jahre alt. Und das sind die beiden, die die Hauptakteure deiner Wette sind. Bitte schön. Hallo, ich bin Nick Dieter und das ist mein Zwillingsbruder Tom. Wir sind beide 10 Jahre alt und kommen aus Kamheren. Wir wohnen in diesem schönen Haus mit unseren Eltern, unserer Schwester Juline und Oma und Opa. Am liebsten sind wir draußen mit unserem Hund Mia und springen gerne Trampolin und den Sommer springen wir in den Pool. Wir haben auch Spaß am Fußball und wir spielen beim BSV Heeren in der E1. Ich im Angriff oder im Mittelfeld. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Und ich spiele im Tor. Drinnen wird es uns auch nie langweilig. Wir lieben Star Wars. Wir machen gerne Gedächtnissport. Ich merke mir am liebsten Zahlen. Und ich merke mir am liebsten Spielkarten. Für unsere Wette brauchen wir uns beide und einen kühlen Kopf.
Am meisten freuen wir uns bei Wetten, dass auf unsere Wette, weil sie auch ziemlich viel Spaß macht. Und dass wir halt einen Kinderpreis bekommen. Die zwei Lümmel aus der letzten Bank, Nick und Tom Dieter, herzlich willkommen in Offenburg, herzlich willkommen bei Wetten, dass. Schön, dass ihr da seid. Ich komme runter zu uns. Das ist Happe Kerkeling. Hi. Tom. Hallo. Kommt ruhig, freut mich. Hallo. Hallo. So, Happe, für dich kurz zur Orientierung. Die beiden sind Zwillinge, wie ich schon gesagt habe. Du erkennst Nick an seinen Sommersprossen. Okay. Und Tom entsprechend an seinen nicht vorhandenen Sommersprossen. Ist richtig, ne? Ja. So, und ihr beiden seid Gedächtniskünstler und wettet, pass auf, dass sie sich in 2 Minuten 30 die zufällige Anordnung von 100 blauen und gelben Farbfeldern merken können und fehlerfrei wiedergeben. Natürlich nicht diese hier, das kriegen wir beide auch noch hin, sondern wir werden das gleich mit einem Zufallsgenerator mischen. Dann prägt ihr euch das 2 Minuten und 30 Sekunden lang ein und dann könnt ihr das fehlerfrei wiedergeben. Der eine von der Seite, der andere von der anderen Seite. Ja. Ja, wie macht man sowas? Da hat man halt Bilder und die merkt man sich dann halt. Wie viele Bilder? Hast du verstanden, Happe? Da gibt es so 100 Bilder, die und dann muss man halt sagen, was da für ein Code ist und dann weiß ich, was das jetzt für eine Farbe ist. Also wir kennen die auswendig und dann merken wir uns das so. Ist ja cool. Auf nun. Und wie seid ihr darauf gekommen? Wir haben einfach mal mit unserem Vater ausprobiert und dann haben wir das halt mit den Farbfeldern gefunden. Das haben wir. Toll. Nick, gucke ich die ganze Zeit so an, das heißt du Königin Beatrix. Merkst du das? Das gefällt mir. Nein, er konzentriert sich, oder? So, ihr beiden müsst euch jetzt konzentrieren. Konzentration ist das Stichwort. Geht bitte schon mal auf eure Plätze. Macht euch schon mal an die Arbeit. Wir gehen hier an diesen Buzzer, an diesen orangefarbenen ZDF-Buzzer. 2 Minuten 30 haben die beiden Zeit. Du haust einmal drauf, dann wird sich das Ding bewegen. Ja. Und wenn du nochmal drückst, entsteht ein Bild, das sich die beiden dann einprägen werden. Ihr seid soweit? Ja. Happe, einmal bitte. Okay. Und irgendwann, wenn du ein gutes Gefühl hast, musst du nochmal. So. Das ist jetzt euer Bild, das ihr euch merken werdet. 2 Minuten 30 Zeit ab jetzt. Kopfhörer auf. Setzen sich Kopfhörer auf, damit sie sich ein bisschen besser konzentrieren können. Also ich glaube, die Jungs schaffen das im Übrigen. Ja, das würdest du sagen? Ja. Wie merkst du dir Texte und schwierige Dinge, Happe? Texte und schwierige Dinge immer, immer, immer wieder lesen, bis sie dann im Kopf drin sind. Und dann vergisst man es trotzdem. Richtig. Selbst die Schlagertexte. Jetzt müsste man meinen, die Schlagertexte sind einfach. Ah, denkst du? Absolut. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. Ist sehr schwer zu merken. Es fuhr zu der Allein großen Allein das Wort Insel. San Juan. Richtig. Konzentrieren. Ach, die hören uns ja gar nicht. Die hören Ach uns so. Gar nicht. Ja, dann ist ja egal. Deswegen. Wir können ruhig noch ein bisschen schnell. Pass auf. 1:40 noch Zeit. Glaubst du, die beiden können das? Die können das, definitiv. Die sind so konzentriert, die sind so cool, die beiden, und so eingespielt. Die haben einen Trick, ich weiß nur noch nicht welchen. Haben die sich gedopt mit irgendwas, mit Bohnen, Traubenzucker, oder da muss es einen Trick geben. Die werden sie gleich fragen. Ich sag dir schon mal währenddessen, HP, was... Was haben die denn jetzt da auf den Kopfhörern drauf? Hören die Musik oder was? Einfach nur ruhig. Einfach nur ruhig. Oder möglicherweise auch deutsche Schlager aus dem Hause Kerkeling. Das würde mich freuen. Das würde dich freuen, führt aber zu nichts, glaube ich, in dem Fall. Du wirst Folgendes machen, Harpy, für den Fall, dass es schief geht. Ja, was mache ich? Du wirst, wenn du die Wette verlierst, Camerons Fahrt zum Flughafen organisieren. Wie du das machst, ist mir wurscht. Ich empfehle soll Camerons Fahrt zum Flughafen organisieren. Du wirst ein örtliches Taxiunternehmen anrufen und dafür sorgen, dass der Taxifahrer hier in diese Halle kommt. Das glauben die mir doch nie. Wie soll Dein ich das Problem denn machen? Ist mir egal. Mach, wie du willst. 40 Sekunden noch. Die Jungs schaffen das. Ja. Weiß Cameron das? Cameron weiß von nix. Ist, glaube ich, auch besser so. Ah. Guck mal.
Es sind irgendwie unglaublich cool dabei. Was sind die denn für ein Sternzeichen? Weiß man das? Das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, dass die beiden Zwillinge sind. Kurz nach der Geburt getrennt. Zweieige Zwillinge. Pass auf, wenn die Zeit um ist, geht's direkt los. Noch 10 Sekunden Zeit. Guido, bitte stör nicht den Unterricht. 5, 4, 3, 2, 1 und aus. So. Nick, Kopfhörer ab. Tom, auch Kopfhörer ab. Seid ihr soweit? Ja. Du auch, Nick? Ich bin bereit. Gut. Tom fängt an. Top, die Wette gilt. Gelb. Gelb. Blau. Blau. Gelb. Gelb. Blau. Tom, machst du noch weiter oder? Gelb. Okay. Gelb. Gelb. Blau. Gelb. Jawohl. Erster Teil mit Bravour geschafft. Nick, jetzt du bitte. Blau. Gelb. Gelb, blau, gelb, blau, gelb, blau, gelb, blau, blau. Blau. Sehr gut, Nick. Tom, und bitte. Blau. Gelb. 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 Blau. Gelb. Gelb, gelb, blau, gelb. Okay, zweite Runde für dich, Nick. Blau, blau, gelb, blau. Vorbei, ne? Ja. War leider falsch. War leider falsch. Pass auf, warte mal, warte mal. Wenn, Happe, wenn du einverstanden bist und wenn auch die Offenburger einverstanden sind, dann haben wir jetzt hier Geld gehört, ja? Ja, natürlich. Und weißt du, wie es weitergeht? Ja. Weißt du, wie es weitergeht? Ja. Okay. Du hast eindeutig gelb sagen wollen, es kam anders aus deinem Mund. Mach weiter. Blau. Gelb, gelb, hä? Oh, schade. Das tut mir leid, Nick. An der Stelle ist die Wette leider verloren. Oh, nicht traurig schade. Sein. Alles gut, Nick. Schade. Alles gut. Oh, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh, wie schade. Alles gut. Alles gut. Komm zu uns. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, alles ist gut. Nicht schlimm. Ist alles gut. Alles gut. Mann, ist alles gut. Muss das einmal sagen. In der Probe, Happe, in der Probe haben die das immer wie eine Eins durchgezogen. Und jetzt leider, komm, nicht traurig sein. Wo war ist alles gut. Hast du jetzt nochmal geguckt? Guck mal, das ist eine Riesenleistung. Das war sensationell. Alles gut. Nick fragt sich immer noch, wo das Problem war. Cameron! Das war ganz toll, Jungs. Du musst sie trösten, glaube ich.
gestern, da hättest du danach weitergemacht. Hättest du es gewusst? Nick, komm, pass auf. Folgendes. Damit du nicht mehr ganz so traurig bist, hätte ich folgendes Angebot für euch. Ihr kriegt jetzt beide ein Küsschen auf die Wange von einer der schönsten Frauen der Welt. Ist das eine Idee? Auch wenn ihr... Ja, komm. Das ist denen, glaube ich, egal. Ihr habt das toll gemacht. Ihr habt das wirklich toll gemacht. Ja. Also ihr bekommt auf jeden Fall einen super Preis von mir auf jeden Fall. Ihr habt das super gemacht. High five? Jawohl, jawohl. So. Und sind beide noch in einem Alter, in dem Mädchen ohnehin eigentlich eher doof sind, ne? Aber das wird sich ändern und ihr werdet dieses schöne Bild haben und dann werdet ihr euch freuen. Und jetzt sage ich euch noch, was euer Preis ist. Ihr fahrt nämlich mit eurer ganzen Familie einmal zu Euro Disney nach Paris. Das macht ihr auf unsere Kosten. Herzlichen Dank euch beiden. Danke dir sehr herzlich, Tom. Nick, nicht traurig sein. Alles gut. Hasse Kerkeling und Cameron Diaz verabschieden sich auch von euch. Das war super. Ihr geht zurück in die Wettlounge und wir machen weiter in der Sendung. Cameron, bitteschön. Boah. Mann. Happe, jetzt, du weißt, dass Cameron ja gleich weg muss, ne? Ja. Hier ist ein Telefon. Ach so, jetzt muss ich anrufen. Ich hätte hier... Können Sie einfach den Programmdirektor fragen, ob er mir einen Wagenschlüssel gibt und ich fahre Sie? Du kannst das machen, kriegst ihn aber nicht. So, ich soll jetzt hier anrufen, an meinem ordering a cab. Muss ich da eine Vorwahl wählen? Das ist sehr nett von dir, vielen Dank. Wähl einfach die Nummer, die hier draufsteht. Ja, sehe ich die auch? Guck mal, die machen ja alles. Kurierfahrten, Krankenfahrten, ja. Arztmassage, Kliniken. Das scheint ein sehr flexibles Unternehmen zu sein. Cameron, where do you have to go to? To the airport. Ich muss zum Karlsruhe Airport, Karlsruhe International. No, nach La. Nach La. La. Nach La. La. Nach La. Flughafen. La. La. Ja, sag einfach La. Wie soll La sagen? La. Sag einfach. Das mache ich, wenn ich Schlager singe. Da sage ich La. Hello. 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 Ach so, okay. Quatsch. Das sind ja Deutsche. I'll get it all right for you. Thank you. I'll fix your. Ja, ich sag Ziffer mit, no? Bitte, wer sind Sie? Entschuldigung, hallo. Wer, ja, Taxivermittler? Ja, bei Taxivermittler angerufen. Wer hat angerufen? Bei Taxivermittler haben Sie gerade angerufen. Ja, sag ich doch. Mein Name ist Harpy Kerkeling, Brüller. Ich rufe aus der Sendung Wetten, dass an. Meine Bekannte, meine sympathische Bekannte, Cameron Diaz, müsste zum Flughafen La, soll ich sagen. Könnten Sie in der Halle, in der Baden-Arena, rechte Seite, könnten Sie da, also nicht Sie, sondern einer Ihrer Fahrer, vorfahren? Ja, natürlich. Ja. Sie machen das jetzt einfach so? Sie halten mich nicht für bescheuert oder was? Sie machen, schicken jetzt einfach ein Taxi, Cameron Diaz, ja, mach. So ist der Ofenburger, gell? So ist er, Wildofen. Wie lange braucht er denn? Frag ihn mal. How long it takes? Das dauert ungefähr 20 Minuten, glaube ich. Ja, es wäre, wann könnten Sie in etwa hier sein? Ich denke so ungefähr in so 7 bis maximal 10 Minuten ist das Taxi dann da. 7 bis maximal 10 Minuten. Das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Vielleicht ein bisschen schneller. Ich zahle die Fahrt. Ich bin heute gut drauf. Ich zahle die Fahrt. Ja. Trinkgeld gibt's auch noch. Wie heißt der Fahrer, der kommt? Bitte? Der Fahrer heißt Alexander. Alexander. Ja, nicht Raucherauto, bitte. Ja, natürlich. Aircondition haben Sie? Wie würde das auch nicht? Bitte, was haben Sie? Ob Sie Fitrops haben, das verstehe ich nicht. So gut ist mein Englisch nicht. Das heißt, was heißt denn Fitrops? Fitrops? Foot rubs, rub my foot. Foot rubs. Hey. Die Dame hätte gibt's gerne eine Massage im Auto. Ja, alles klar. Ja, machen Sie. Komm, mach das. He does it. Läuft. He does it. Macht sonst Guido. Ja, dann beeilen Sie sich bitte. Alles klar. Sonst sehe ich noch döver aus, als ich ohnehin schon aussehe. Danke. Bitteschön. Wiederhören, wieder, ja, wieder Lurke. So, super. Die sind entspannt hier. Ja, schauen wir mal, was kommt. Aber vielen Dank. Bitte, bitte.
So. It's a great pleasure. Ja. So, wir erweitern die Runde. Angefangen bei Stonk über das Supervibe. Rosini, so ein Stichwort. Und vieles, vieles mehr. Mittlerweile allerdings wieder eher im komischen Fach unterwegs, nachdem sie über mehrere Jahre die doch eher ernsten und auch sehr substanziellen Rollen gespielt hat. Wir freuen uns sehr auf Veronika Ferres. Herzlich willkommen in Offenburg. Hallo Martin. Veronika, freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Was für ein Publikum. Ist schön, ne? Großartig. Ja. Was für eine Stimmung. Finde ich auch. Veronika, und bitte. Ist auch mit dem Taxi gekommen. Veronika Ferres, meine Damen und Herren. Ich nehme an, ihr kennt euch. Cameron Diaz. What an incredible body of work. I admire your work. I'm a big fan. I appreciate that so much. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Vielen Dank. Sure, hallo, Veronika. Hallo, ich grüße. Guido Maria. And what a beautiful woman. Und der neue Star am Schlagerhimmel. Und auch großartig. In der Taxivermittlung. Harpe Kerkeling. Ja, Veronika, schön, dass du da bist. Hier hattest du, habe ich mir sagen lassen, deine Premiere, ne, von Wetten, dass? Tatsächlich war es so, dass ich das allererste Mal, als ich vor Live-Publikum aufgetreten bin, hier in dieser Halle in Offenburg war und ich war so nervös, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das mit dem Lampenfieber wird übrigens mit der Zeit auch nicht besser. Aber ihr wart so nett damals, ihr habt mich durch die ganze Sendung getragen. So ist es. Und deshalb bleibt Offenburg immer was ganz Besonderes. So ist es, so wie heute auch. So wie heute auch. Hast du eigentlich noch Kontakt zu Menschen noch aus Hollywood, zu Stars, die du damals kennengelernt hast? Unter anderem auch auf dieser Couch bei Wetten, dass, zum Beispiel Michael Douglas, mit dem ich noch Kontakt habe. Aber ich war auch mal mit John Malkovich auf dieser Couch wegen eines gemeinsamen Films. Also, so, und auch auf dieser Couch, Veronika, hat es sich begeben, dass plötzlich ein Heiratsantrag ausgesprochen wurde. Ich will jetzt gar nicht sagen, wem du da die Ehe versprochen hast. Wir schauen mal ganz kurz rein. Bitte schön. Dein stählerner Körper, dein Sixpack, da traf es mich einfach wie der Schlag. Meinst du meinen Hintern jetzt oder was meinst du? Dein behaarter Rücken. Da bist du von der Garderobe runtergegangen und da habe ich dein Sixpack gesehen und deinen stählernen Körper, deine wilden langen Haare, deine Locken, deine. Willst du Geld von mir oder worauf läuft das jetzt? Okay. So. Happe. Also er ist der erste und der einzige Mann, dem ich in meinem Leben jemals einen Heiratsantrag gemacht habe und er hat ihn abgelehnt. Happe. Oh. Hallo, ich glaube es gerade nicht. Eine Hete macht mir einen Heiratsantrag. Ich glaube, es hakt. Harpe, ich habe aber deshalb. Was hätte ich denn sagen sollen? Ja, irgendwas Nettes. Aber deshalb, Harpe, habe ich mir für heute, wenn du das erlaubst, etwas ausgedacht, überlegt. Wenn es zwischen uns schon nicht zum Äußersten kommen kann, dann hätte ich eine Bitte an dich, dass du einmal den Hochzeitswalzer mit mir tanzt. Bitte. Sehr gerne. Ist es sehr gerne. Aber warum, Veronika? Weil du üben musst oder? Und dafür steht da bei dir was an? Marco, das ziehe ich auf gar keinen Fall an. Das ziehst du selber an. Markus, willst du mir soll mal dir das umlegen? Das habe ich mitgebracht. Was, überraschen. Ich habe auch ein Lied mitgebracht. Nicht so toll, was, wie du jetzt? Singst. Ja. Jetzt natürlich. Komm, mein komm, Schatz. Komm, jetzt stell dich nicht so an. So läuft das. Hallo? Komm mal her. Komm. Oh, nee. Also, du musst die Braut auch nicht küssen. Ja. Oder? Und wer führt von uns beiden, Hase? Markus, natürlich ja. Du. Ich soll führen, was wirst du wiegen? Ungefähr so viel wie ich, bisschen mehr vielleicht. Na, ich weiß auch nicht mehr hallo. Hier, was du mehr hier hast, oder? Dann geht's los. Markus, ich habe Musik mitgebracht. Ja. Schatz, mit welchem Fuß lass fangen wir denn dich an? Fallen. Oh, du hast aber einen kräftigen Rücken. Ich habe einen kräftigen Rücken. Oh. Habe ich noch nie gehört. Hat eins, mir noch nie ein Mann gesagt. Zwei. Bewegen ist schön. Eins. Ich höre die drei nicht. Eins, zwei. Jetzt. Au! Jetzt. Es ist links rum. Das ist ja. Links rum. Hey. Mit Drehung. Du bist ja wunderbar.
Enchanté, Madame. Ich habe einen Drehbomb. Ich habe ein bisschen schwindelig. Geht doch. Sehr schön. Ja, Monika, ich fand's, fand's grandios. Aber zieh die nicht auf. Und Gott, bitte, setz dich. Veronika, ich finde, über diesen Bräutigam wird zu reden sein. Ja. Sehe ich. Nach später. Hey, das habt ihr toll gemacht. Stepping on my feet. you were amazing. Aber Sie haben klasse gemacht. Toll. Cameron, ich werde dir später erklären, Cameron, warum das mit den beiden aus diversen Gründen nicht funktionieren kann, mit dieser gemeinsamen Ehe. Aber doch nicht vor allen Leuten, Markus. Wenn wir unter uns sind. I'm the problem. Verstanden. Ja. Herrlich. Deutschland 2014, so entspannt geht's dazu. Aber danke fürs Üben. Finde ich gut. So, üben, ja. Warum üben, Veronika? Gibt's was zu berichten? Frag sowas sonst nicht, aber du provozierst die Frage geradezu. Naja, das Ganze hat ja auch ein bisschen was mit der liebenswerten Chaotin zu tun, die ich gerade gespielt habe. Aber tatsächlich hat die Hochzeit in diesem Jahr eine besondere Bedeutung, nicht nur wegen des Filmes, sondern auch privat. Ich weiß, wen ich heirate, ich werde dieses Jahr heiraten. Und seit kurzem wissen wir auch genau, wann und wo. Aber wir werden das zuerst unseren Kindern erzählen. Also auch wenn wir beide heute Abend hier ganz unter uns sind, lieber Markus. Ja, ich fürchte kann auch. Es leider nicht sagen, weil es soll auch privat bleiben. Aber es wird dazu kommen. Dann gratulieren wir sehr, sehr herzlich. Das ist doch schön. Dankeschön. Das ist eine schöne Nachricht, Veronika. Finde ich schön. Und du hast das eben angesprochen. Du bist am Montag im ZDF mit einem Film zu sehen, Das Glück der Anderen. Und die Geschichte ist eben lustig. Du spielst eine Standesbeamtin, die selber todunglücklich ist, aber deren Job es ist, die Menschen glücklich zu machen. So, und wir schauen mal kurz rein. Bitte okay. Schön. Ich bin Ellen. Ich habe mehr Schuhe, als in 6 Koffer passen. Danke. Und zum Einschlafen brauche ich Tabletten. Das Glück der anderen ist mein Job. Und nach 1745 Ehen weiß ich als Standesbeamtin alles über den schönsten Tag des Lebens. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Doch was nützt das, wenn du dich betrogen fühlst von diesem Leben? Die Beschuldigte wird gerne aufgegeben, sich binnen 2 Wochen in einer staatlich anerkannten Therapieeinrichtung aufnehmen zu lassen und dies dem Gericht umgehend nachzuweisen. Bist du suizidgefährdet? Nö. Ich habe jemanden kennengelernt. Mir ist Therapeut noch nie passiert. Da kann ich mich einfach fallen lassen. Und weil du nicht drauf aus bist, mich irgendwie ins Bett zu kriegen. Ein toller Kumpel einfach. Das ist so wertvoll. Ich dachte, alles so, Montag, 20.15 Uhr, das Glück der anderen. Veronika Ferret hier im ZDF. Happe, ich schaue auf dich. Ich glaube, Cameron muss jetzt wirklich raus, aber dein Offenburger Taxi, grundentspannt, wie erwartet, ist nicht da. Was machen wir? Da ich nicht fahren kann, mit dem Mustang, offen, Cabriolet vielleicht, wenn der Wettkandidat vielleicht für einen Moment, wenn Sie eventuell bereit wären, ob Sie Cameron Diaz nach La fahren, das muss ja möglich sein. Ich trage sie auch nach Hause. Kein Problem. Nico, komm. Lass sie nicht zweimal bitten, Nico. Einmal Autostopp. Ja. Nico, wenn du das immer so entspannt angehst, wird das nie was mit dir und Cameron. Das kannst du vergessen. Komm, gib Gas. Die muss los. Ja. Nico, laufen. Der ist völlig konsterniert. He's a little bit shocked. Ja. Das ist ein bisschen von den Socken, der Gute. Also, hat leider nicht geklappt mit dem Taxi. Der wird wahrscheinlich in Kürze eintreffen. Offenburg ist viel los, abends, an so einem Samstagabend. Ist der Teufel los. Dafür ist Offenburg bekannt. I can take it. Veronica and I will take it. Yes, the new couple. Genau, okay. Also, dann bedanken wir uns zunächst mal sehr, sehr herzlich bei einem unglaublich entspannten, sympathischen und bodenständigen Weltstar, bei Cameron Diaz. Herzlichen Dank für den Besuch bei Wetten, dass. Das ist echt schön.
Okay, and stay true. And I keep my fingers crossed. Hey, thank you. Thank you. Thank you so much. 1. Mai im Kino. Die Schadenfreundinnen. Cameron Diaz, ich helfe dir noch eben kurz ins Auto. Einmal Blumen. Okay, nehmen wir mit. Alles klar. Bitte schön. Einmal Blumen. Thank you so much. Thank you so much for being our guest. Cameron Diaz, schön vorsichtig fahren, ja? Da ist viel, viel Geld an Bord. Also, viel Spaß. Cameron Diaz. Rutscht mal ein bisschen auf, ja, oder? Sehr nett. So. Steht ihr nett, gut, ne? Der Wagen? Ja. Ja. Steht dir gut, ja. Tolle Frau, ne? Tolle ja. Frau. Cool. Ja. Sehr, sehr, sehr entspannt. So, Veronika. Dich sehen wir am Montag, haben wir bereits erwähnt. Jetzt geht es um deine Wette und ich sage dir zunächst mal, wer die beiden sind. Schau mal. Moin, mein Name ist Uwe Jansen. Ich bin Guido Ross. Wir wohnen in der Nähe von Emden. Das liegt ganz oben im wunderschönen Ostfriesland. Darf ich jemanden grüßen? Meine beiden großen Hobbys sind Boote und Youngtimer. Besonders mit dem Youngtimer verbringe ich viel Zeit. Fahren, polieren, aber natürlich auch schrauben. Ich habe vor einigen Jahren meinen Pilotenschein gemacht und bin viel mit meiner Familie unterwegs. Wir haben auch schon weitere Touren gemacht bis England und Italien. Mit meiner Freundin Nina bin ich seit ca. 2 Jahren zusammen. Wir sehen uns aber relativ selten, da ich in ständiger Rufbereitschaft arbeite. Dafür versuchen wir, die wenige Zeit sinnvoll zu nutzen. Kennengelernt haben Uwe und ich uns durch unsere gemeinsame Arbeit im Emder Hafen. Als Hafenlotse bringt mich ein kleines Boot, das sogenannte Lotsenboot, an Bord der einkommenden Schiffe. Und ich berate dann diese Schiffe bis kurz vor der Hafeneinfahrt. Und meine Arbeit besteht es darin, mit einem der Hafenschlepper die Schiffe an ihren Bestimmungsort zu bringen. Für unsere Wette brauchen wir einen Schlepper und ein Buddelschiff. Wenn wir Wettkönig werden, unterstützen wir den Verein Historischen Schiffbau zu Emden. Und von dem Rest feiern wir eine zünftige Grillfete. So, und bevor wir nach Emden gehen, muss ich noch einmal kurz erklären, wie das funktioniert. Wisst ihr zunächst mal, was ein Buddelschiff ist? Ja. Also Buddel heißt in dem Fall Flasche, ne? Norddeutsch. Butter. So, und dieses kleine Schiffchen, ein Schiff dieser Art, wird hier in diese Flasche reinbuxiert. So, ganz vorsichtig, sehr, sehr eng. Dann ziehen wir, wenn das Schiff abgesetzt ist, an diesem Faden und dann richtet sich das auf, die komplette Takelage. Ja? Sieht einfach aus. Das Problem an der Geschichte, hier hinten dran hängt nicht Guido oder HP oder Veronika oder ich, sondern etwas deutlich Größeres. 350 Tonnen Schiff auf sich bewegendem Wasser. Und deshalb rufen wir jetzt Ina Müller in Emden. Hallo nach Emden, Ina. Moin, hallo nach Die wir mit Uwe sehen. Herr Lanz, altes Haus. Wir sind vorbereitet, wir sind eigentlich fertig, wir sind am Start. Du hast es gerade schon ganz schön erklärt, genau so sieht das kleine Schiffchen auf. Kapitän Uwe, würdest du einmal dran ziehen? Du musst irgendwo ziehen, damit es die Segel hochzieht. Ja, machst du das mal eben? Genau, wenn der Schiff mal wieder rückwärts rausfährt, ja, dann wird durch den Zwirn und dann gehen die Segel hoch. Das muss man machen durch eine kleine Rückwärtsbewegung des Schiffes. Wir haben alles aufgebaut. Der Kapitän Guido ist oben auf der Brücke. Warte, dass er fährt. Hallo Guido. Hier ist Kapitän Uwe. Der muss immer sagen, 20 cm nach links, 20 cm nach rechts. Was ihr so als 20 cm bezeichnet, wenn das mal gut geht. Genau. Dann haben wir hier vorne dieses kleine Schiffchen quasi an einer Lanze befestigt und fahren da auf diese Buddel, die man da ganz hinten sieht, fahren wir zu. Wir sehen eine Gruppe Menschen da stehen. Sieht ein bisschen aus wie die Olsenbande. Ist sie aber nicht. Auch alles echt aus Friesen. Die sind ein bisschen als Gewichte gedacht, dass das Schiff, wenn sie nach hinten laufen, hochgeht oder wenn sie nach vorne laufen, runtergeht. Das braucht ihr auch, ne?
Ich glaube, wir haben 4 Minuten Zeit, stimmt das? Das ist richtig. Wir haben 4 Minuten Zeit, in 4 Minuten 10 Zentimeter versenken. Das kennen wir doch alle aus deutschen Schlafzimmern. Schaffen wir aber, glaube ich. Ich denke, wir gehen zurück und fragen einfach mal nach, ob Frau Ferres wohl meint, dass wir diese Wette schaffen können. Genau so ist es. Also, Uwe Jansen und Guido Ross wetten, dass sie mit ihrem 350 Tonnen schweren Schlepper Finn, ein circa 10 cm langes Buddelschiff, eben gesehen, in eine Flasche buxieren können. Das Ganze machen sie in 4 Minuten. Was ich eben nicht erwähnt habe, ist, es wird dort einen Magneten geben. Das heißt, dieser Magnet wird dann irgendwann dieses kleine Schiffchen ansaugen, festhalten sozusagen, und dann wird er zurücksetzen, ein paar Zentimeter, damit dann Segel und Mast sich aufrichten. Veronika, was glaubst du? Schaffen die das? Ist das zu machen? Ja oder nein? Ich halte es für fast unmöglich, aber die zwei sind so sympathisch. Ich glaube, dass sie es schaffen. Und ich denke, ihr habt genug geübt und werdet es uns gleich beweisen. So, für den Fall, Veronika, dass du die Wette verlierst, wirst du in Anlehnung an den Film, der Montag zu sehen ist, wirst du vor einem Standesamt in München Reis werfen für ein frisch getrautes Paar. Oh, wunderbar. Bist du damit einverstanden? Ja. Okay, perfekt. Also, du bist dazu bereit. Ihr seid auch soweit, Ina. Dann gebe ich ab an euch und sage, top, die Wette gilt. Ich denke, Uwe, du gehst mal auf deine Position. Und da oben, Guido, alles im Load auf dem Boot. Alles im Lot auf dem Kutter. Alles im Boot auf dem Kutter. Kann losgehen. Dann gehst du auch mal in deine Position. Ja. Ich sage, ahoi, die Wette gilt. So, Guido, wann stehst du guten Meter im Osten? Einen im Osten. Halben im Osten. Ein halber im Osten. Guten halben im Osten. Halber im Osten. Wir fahren jetzt relativ ruhig weniger, und relativ 20 langsam, 20. Weil sonst die Wellen kommen. Und wenn die Wellen kommen, dann trifft natürlich das Schiff nicht mehr ins Flaschenloch. Linie. Linie. Falls man sich zu Hause wundert, wie viel Zeit wir hier beim ZDF plötzlich haben. Oben auf der Brücke kommen quasi die Zentimeterangaben. Einmal Ost, Ost, Linie. West, Ost, Linie, Zentimeter. Sowas funktioniert, glaube ich, auch nur zwischen zwei Männern, ne? 10 Zentimeter im Osten. 10 im Osten. Auf jeden Fall möchte ich nicht, dass dieses kleine Schiffchen versenkt wird. Das wäre eine ganz schlechte Metapher, glaube ich, für die Sendung im Moment. Zehn im Westen. Zehn im Westen. Wir kommen näher. Linie. Linie. Ah, du stehst 10 im Westen jetzt wieder. 10 im Westen. Noch gut 2 Minuten. Auch für Guido noch gut 2 Minuten. Linie, du hast sie. Linie, habe ich. 6 Meter. Schon 6. Fünf. Fünf. Ich bin leider gerade fast davor, dass es mich vor Aufregung zerberstet. So kann ich gar nicht viel sagen. Ich habe ein gutes Gefühl. Vier. Vier. Noch 1,20, Jungs. Drei. Ohne euch nervös machen zu wollen. Anderthalb. Anderthalb. Und fängt an zu klatschen. Eins. Entenklatsch. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30,
Stopp. Stopp. Ja, laufen lassen, laufen lassen. Raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Raus. Rein, 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 rein. Und raus, raus, raus. Bisschen das Heck korrigieren. Drin bleiben. Rein. Und raus. Und raus. Raus, raus, raus. Und raus, raus, raus. Rein, rein. Er schnappt nicht zu. Rein, 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 rein. Zeit. Raus. Ihr habt noch 20 Sekunden. Raus, 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 raus. Rein. Rein. Und raus, raus. Und raus, raus. Gut, dass man die Bilder sieht zum Ton, gell? Raus, raus, raus. Das war die letzte Sekunde. Es war die allerletzte Sekunde. Ich weiß nicht, Herr Lanz, ich weiß nicht, wo du bist oder wo ihr seid. Oder was los? Wir sind raus, glaube ich. Nein, 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 nein. Ihr seid bei uns, Ina. Ihr seid bei uns. Und es war die allerletzte Sekunde. Das war toll! Wie viel haben wir da? Wo ist Guido? Wer macht das denn mit Guido, dem Schaufel? Herr Lanz, wir sind ja, da für Sie. Dank. Hier ist natürlich, da steht er noch. Das Guido. Guck mal, das ist Guido, der eben dieses Unmögliche geschafft hat. Das ist norddeutsche Ekstase. Ne? Hast du das gesehen? Ganz in Spanien steht er da oben. Eine unglaublich schöne Wette. Herzlichen Glückwunsch an diese coolen Jungs vom Kümmerland. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch nach Emden und herzlichen Dank. Ich bitte die Augen, ihr habt es toll gemacht. Gott. Die Tatzlaucher Hochzeitsfeier hier. Herzlichen Dank, Ina Müller. Wir sehen euch später wieder, wenn es um die Wahl zum Wettkönig geht. Und das waren definitiv zwei Anwärter für 50.000 Euro. Herzlichen Dank nach Emden. Wir sehen uns später. Dankeschön. Sehr, sehr schön. Boah! Ich würde meine Wette trotzdem gerne einlösen. Das finde ich gut. Ein paar glücklich zu machen. Das finde ich auch. Maskottchen zu sein. Finde ich auch. Veronika so ist trotzdem Idee. Maskottchen, schmeißt Reis ja, am Standesamt. Super. Wenn sich süß Menschen heiraten, wie ja, werden das verfolgen? Ihr werdet das Paar verlosen oder wie machen wir das? Das klären wir noch. Auf okay. jeden Fall werden wir das begleiten und dann auch entsprechend zeigen. Also. Toll. Puh. Müssen wir mal ein bisschen durchatmen. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf Musik. Die Frau, die jetzt kommt, hatte große Hits. I'm Out of Love, dann Left Outside Alone, hatte den offiziellen Hit zur Fußball-WM 2002. Dann wurde es krankheitsbedingt ein bisschen ruhiger um sie, aber jetzt ist sie wieder da mit Stupid Little Things, Anastacia!
Richard. Stupid little things. Wow. Anastasia. Super. It was great. Thank Anastasia. Dankeschön. Die Weltstars geben sich hier die Klinke in die Hand. Und bitte, be careful. Jawohl. Okay. Veronika, Guido Maria, Hans-Peter. Really nice singing. Thank you. Sie können ja. Ja, sehr gut. Hier, okay. einmal Übersetzung. Yeah. Soll ich dir, shall I help you? No. Oh, geht, yeah? Ne? You want to help me? Ja, Sie wollen mir helfen? Es ist ein schöner Abend hier heute. Ich kann sehr gerne helfen. Geht das? Ja. Warte, Entschuldigung. So, die folgenden Sendungen verzögern sich. So, okay. It's perfect. You're amazing. Ja, natürlich. Oh. Wow, you have such talent. Ein richtiges Talent dafür. You can just do the show and die machen die Show hier, absolut. Die Leute hören You're doctor zu. Also sind richtiger Arzt. Ehrlich. Dr. Stefan Frank, der Arzt, den die Frauen verhauen. Ja, höchstens, wenn überhaupt. So, Anastasia ist zurück. Ich finde es toll. Wir haben eben hier Schilder im Publikum gesehen. Welcome back. Also die deutschen Fans freuen sich und ich freue mich auch, Sie hier so gesund und munter zu sehen. Denn es war eine lange, harte Zeit. Wie sehr hast du das Publikum vermisst, Anastasia? Wie sehr hast du auch im Speziellen das deutsche Publikum vermisst? Well, for me, the German audience. Also, das deutsche Publikum ist für mich Familie. It's so nenne ich es. Family. Es ist wirklich Familie. And they have been to me. Das deutsche Publikum war für mich immer etwas ganz Besonderes. Made me want to come back for more. Und ich wollte ihm einfach mehr geben und ich bin wirklich sehr geehrt, dass ich hier heute sitzen darf, dass ich mein Lied heute hier zum ersten Mal vortragen darf, dass ich in Deutschland bin und dass ich wirklich hier sein kann und das gibt mir unglaublich viel Kraft und Stärke. Deswegen vielen Dank an meine deutschen Fans, dass ihr so viel Geduld habt. Und das ist jetzt einfach nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern... Und auch dafür, finde ich, muss in so einer Sendung auch mal ein bisschen Zeit sein, auch wenn wir so viel Spaß hatten heute den ganzen Abend, um auch mal einen kleinen Moment mal ernster zu werden. Anastasia hat eine harte Zeit hinter sich. Zweimal an Krebs erkrankt. Yes. 2003 und 2013 yes. wieder. Exactly. Wie geht's dir heute? I am amazing! Mir geht's super! Let me tell you, ich fühle mich so, also ich schaue mir wirklich, ich sehe meine Krebserkrankung wirklich als Segen, weil ohne diesen Segen des Krebses hätte ich viele Dinge gar nicht kennengelernt. Ich hätte anderen Menschen nicht helfen können, die auch an Krebs erkrankt sind, dass die wirklich auch ihre Erkrankung annehmen und dagegen kämpfen, dass ich denen dabei helfen und sie dabei unterstützen konnte. Manchmal gibt es halt auch in negativen Dingen Gründe, es als gut zu sehen. Es ist wirklich auch etwas Positives für mich gewesen. Krebs ist für mich nicht mehr negativ, nicht mehr schlecht. Ich will einfach alle gesund sehen. Das versuche ich. Wobei, um noch eine letzte Frage dazu zu stellen, wenn du dich erinnerst an das Welcher, ich meine, da ist jemand, der bei dem es fantastisch läuft, der gerade dabei ist, eine Weltkarriere zu machen, dem Tür und Tor überall offen steht und plötzlich wirst du derart ausgebremst und erfährst jetzt erstmal runter vom Gas und wer weiß, wie die Geschichte ausgeht. Und das ist eine Geschichte, die, obwohl es nie einer hören will, das kann erstens jeden von uns treffen und das erleben auch ganz viele Menschen, die uns auch da draußen im Zweifel zuschauen. Was würdest du denen sagen? Wie geht man damit um?
Well, I just believe that, ich glaube einfach, dass durch die Kraft, dass man, ganz egal welches Problem man auch hat, ob es jetzt um den Job geht, um gesundheitliche Probleme wie Krebs, man darf nicht zulassen, dass die Krankheit oder das Problem, welches es auch ist, mehr Kraft hat als man selbst. Die Heilung selbst muss mehr Kraft haben als die Krankheit. Sie darf einen nicht weiter krank machen. Man muss einfach weiterhin Glauben haben. Man muss an sich glauben, an seine Kraft. Der Glaube ist wirklich das Wichtigste. Ansonsten hat man keine andere Möglichkeit. Man muss immer Vertrauen haben in sich selbst. Also, Resurrection, Wiederauferstehung, heißt dein neues Album. Und ich habe eben gerade mit Harpe auch kurz gesprochen, der auch sagte, was für eine mörderische Röhre, ja, was für eine tolle Stimme. Gibt ein schönes Zitat von dir. Du hast mal gesagt, meine Stimme ist ein bisschen zu weiß, um schwarz zu klingen, und ein bisschen zu schwarz, um richtig weiß zu klingen. Ich finde, das trifft ganz gut. I know, I have to find a color. Ich muss noch eine richtige Farbe für meine Stimme finden. Ich nenne mich Sprock. Also es bedeutet Soul Pop Rock. Also es ist eine Mischung von allem. Das bin ich. Wir nennen es Horst Schlemmer. Das ist ungefähr deine Tonart, Harpe. Ne? Wenn du so kann er auch. Einmal so tiefer legen. Also, Anastasia, du bist heute auch unsere Wettpatin. Ist eine tolle Wette und wir schauen zunächst mal, wer der Mann ist, der heute für dich spielen wird. Bitte schön. Servus, mein Name ist Francesco Martini, ich bin 37 Jahre alt und komme aus München. Genauer gesagt aus dem Stadtteil Westend. Cowboy. Eigentlich fehlt meinem Stadtteil Westend ein R, denn ich bin totaler Country- und Western-Fan. Ja, bei mir dreht sich wirklich alles um Colts, Lassos und alles, was zum wilden Westen dazugehört. Cowboy. Begeisterung teile ich mit meiner 10-jährigen Tochter Stella. Sie ist ein genauso großer Western-Fan wie ich. Und mit meiner Frau Jasmin. Ein bisschen. Meine Familie ist mein größter Rückhalt. Ich versuche jede freie Minute mit ihnen zu verbringen. Zum Beispiel beim Brettspiel. Meistens gewinnt Stella. Und wenn ich mal meinen Kopf richtig frei bekommen möchte, dann bastle ich an meinem Motorrad und drehe ein paar Runden mit meinem heißen Feuerstuhl. Das Ding sieht doch gefährlich aus, oder? Für meine Wette brauche ich eine Peitsche und viel Gefühl. Sollte ich wettkündig werden, erfülle ich meiner Tochter den großen Traum vom eigenen Westernpferd. Danke, Papa! Da ist er, hier ist Francesco Martini. Herzlich willkommen in Offenburg. Francesco Martini. Hallo, nice to meet you. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anastasia. Wir gehen direkt rein. Ich würde gerne was wissen. Gibt es einen Grund, warum ich den Typen mit der Peitsche bekommen habe? Das war der... Also ich habe keine Ahnung, ich würde es gerne wissen. Ich muss mir das noch überlegen. Wir werden dir das später erklären, Anastasia. So, zunächst mal sagen wir, was wir vorhaben. Es ist eigentlich sehr, sehr harmlos. Geht um die Zubereitung von, sagen wir mal, Frühstückseiern. Ja, Francesco, kann man doch so sagen. Okay. Francesco Martini wettet, dass er in 2 Minuten 10 hartgekochte Eier mit einer Peitsche köpft. Okay. Wer, Francesco, ist auf diese bekloppte Idee gekommen? Meine Tochter, Stella. Stella? Ja. Okay, and Stella, to me, Stella, she's awesome, sie ist wirklich klasse. Genau, weil sie so schöne Brillen trägt. Und Stella sitzt irgendwo da oben. Wo ist sie? Da. Und Stella... Auch das soll heute nicht unerwähnt bleiben. Stella hat heute Geburtstag. Wird 10 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Mäuschen. So. Und deswegen wäre es wichtig,
Deswegen wäre es wichtig, guck mal, hat er Pipi in den Augen, der harte Francesco, finde ich schön. Deswegen wäre es wichtig, dass Papa jetzt diese Wette gewinnt, denn dann gibt es für dich zum Geburtstag ein Westernpferd, das hat er ja so versprochen. Und das haben alle gehört, Stella. So, Anastasia, was glaubst du, kann er das oder kann er das nicht? I absolutely believe ich glaube an ihn. Ich glaube, er kann das. Denn Stella hat die Kraft und sie können das. Okay. Für den Fall, dass das schiefgehen sollte, Anastasia, wenn es nicht gelingt, habe ich folgendes Angebot für dich. Wenn du die Wette verlierst, wirst du dem Publikum und uns allen hier zeigen, wie man Hula Hoop tanzt. Okay, du bist ausgebildete Tänzerin. Moment. Ja? Me? Ich? Du. Can you help me? Können Sie mir helfen dabei? Ich werde mir das nochmal überlegen. Okay. Oh, also. Okay, I'm gonna do. Ja? Okay, ich mach das. Ich mach das. Sie macht das? No problem. Kein Problem. Anastasia, wir bringen uns hier vorne in Sicherheit. Drücken dir die Daumen. Bist du bereit, Francesco? Jawohl. Okay, also, ich sag's nochmal, in 2 Minuten 10 hartgekochte Eier mit der Peitsche genussfertig geköpft. So. Top, die Wette gilt. Da fliegt das erste Ei. Und wieder. Jawohl. Da, mal schauen. Das. Unglaubliche Präzisionsarbeit. Jawohl. Das ist going to win. Ja. Das sieht gut aus. Noch 1:10, Francesco, Zeit. Peitsche ist ab. Peitsche kaputt. Die Spitze vorne kaputt. Noch eine gute Minute oder knappe Minute vielmehr, Francesco, für dich. Und gleich werden wir nachzählen, ob es wirklich 10 sind. Wenn das Ei als Ganzes runterfällt, zählt es natürlich nicht. Das will nicht. Noch knapp 30 Sekunden, Francesco. Ich glaube, wir brauchen Unterstützung hier aus Offenburg. Die letzten 10, Francesco, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Anastasia. Wir zählen. Anastasia hilft uns zählen. Wir zählen. So, da ist alles heile. Nein. Nein. Oh, sorry. Okay, warte. Ich werde diese junge Frau hier jetzt mal schön im Auge behalten. So, wo ging es los? Wir haben angefangen. Das ist, hier hast du angefangen, aber das ist... It's broken. Ja, das ist doch kaputt. Nee, zählt nicht. Nee, das Ei muss wirklich geköpft sein. So, also, eins, eindeutig. Eins. Zwei. Eins, zwei. Fünf. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ups. Sieben. Acht. Nicht mit der Halskrankheit. Acht. Neun. So. Zehn. Zehn Wette gewonnen, das reicht. 10, 11, 12, 13, 18. Hey! You made it! Yeah, baby! So, let me ask you a question. So, we can ask you. So, if...
Du hast also die Wette gewonnen. Bedeutet das, dass wir keinen Hula Hoop jetzt machen? So ist es bei uns. Richtig, richtig. I think that we should hula hoop. Aber ich finde, wir sollten das trotzdem machen, Hula Hoop. Also ich finde, nein. Ja klar. Hula Hoop, Hula Hoop. Ich kläre das gleich mit dir. Francesco Martini in jedem Fall die Wette gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Francesco. Yay. Wir schauen uns noch mal die Highlights an. Congratulations. So sah das aus. Guck mal hier in einer Highspeed-Kamera. Stella freut sich. Wie ein Schnitzel, weil Papa Eier schlägt. So, guck. Und zack. Oh. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Ja? Also, mach's dir gemütlich, Francesco, in der Kandidaten-Lounge. Herzlichen Glückwunsch dazu. Anastasia. Yeah. Kein Hula-Hoop. Yeah. Was? Oh, come on. Ich hasse es. Ich hasse es. Nein. We must do. Nee, das müssen wir jetzt machen. Was müssen wir jetzt machen? I wanted to do this. Das hier, also mache ich normalerweise überhaupt nicht, aber ich bin gesund, heute krebsfrei und ich muss etwas machen, was ich bisher noch nie gemacht habe in meinem Leben. Sehr gut. Das ist ein guter Grund allerdings. Mein Problem, ich muss es mitmachen. So. Anastasia. So now I want to see. Ich möchte jetzt mal sehen. Erstmal den Hula Hoop bitte auf den Arm legen und erstmal eine Runde drehen. Du machst vor, ich mach nach. Okay. Nee, mach du mal. So oder was? Okay. Boah, sieht das bescheuert aus. Okay. Ja, okay. Okay. Und dann? One more time. Nochmal. One more time. Nochmal bitte. Hierhin? Habe, kannst du mir helfen? Über den Arm, genau so. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ach so. Genau, so weitermachen. Ja. Immer weiter. Und jetzt den anderen Arm ausstrecken. So, Anastasia, jetzt du einmal bitte. Ja, ich mach's auch mal, okay. Check out this one. Guck dir das mal an. Wow. Hey. Wow. Anastasia! That's it up, that's it up. Thank you so much. Okay. Anastasia, schau mal, ich glaube, wir haben... Very good. Hey, du hast das super gemacht. Die einen sagen so, die anderen so. Wow. Guck dir das an. Tolles Bild. Oh cool. God. Ja. Sehr gut. Go on. I nearly killed you. Ja. Sorry. Ich wusste, ich würde dir was antun. Tut mir leid. Ja, sag ruhig, wie es wirklich war. Sie hat gesagt, ich habe dich fast umgebracht und genau so war's. So. Also, wir erweitern die Runde und kommen gleich zu unserem letzten Gast für heute Abend und einer weiteren wirklich spektakulären Wette. Deutsche Serien haben es reihenweise schwer, werden abgesetzt. Sodass die TV-Macher sich schon gar nicht mehr trauen, neue in Auftrag zu geben. Aber es gibt eine Ausnahme mit Dani Lowinski. Hat sie nicht nur einen Quotenerfolg geschafft, sie wurde auch mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Morgen in neuer Film hier im ZDF, die Müttermafia. Darüber wird zu reden sein. Herzlich willkommen, Annette Frier. Herzlich willkommen in Offenburg. So. Oder? Hallo Markus. Bin ich auch. Freue mich sehr. So ist es. Annette Frier, meine Damen und Herren. Guten Abend. Vielen Dank. Oh. Bitte schön. Oh, ich zeige einen Haarschauer. Hallo. Pleased to meet you. Hallo. Hallo, Mrs. Ferris. Pleased to meet you. Guido Maria. Hallo. HP. Na, HP. Hallo, liebe Leute. Du bist die erotischste Annette, komm ruhig rüber hier zu uns in die Runde. Sag mal, habt ihr euch abgesprochen, alle in Schwarz? Ja. Dass ich mal den buntesten Anzug im deutschen Fernsehen tragen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. So, aber gut. Schon jetzt, ist es passiert. Jetzt ist es soweit, genau. Annette, lass uns gleich mal reinschauen in diesen sehr unterhaltsamen Film, weil er, glaube ich, so aus dem Leben kommt wie wenig andere, die Müttermafia. Bist du auch so eine Übermama? So natürlich. Was denkst du denn? Wo sind jetzt eigentlich meine Kinder?
In aller Regel. Hol ich heute Abend irgendwo wieder ab. Holst du irgendwo wieder ab. Genau, das ist nämlich das Thema auch dieses Films, in dem es eigentlich darum geht, dass der Alltag von Kindern heute perfekt durchorganisiert ist. Ja, ja, so wie der von den Eltern. Wir sind ja alle ordentlich gedrillt und domestiziert. Und wehe, wenn die Kinder das nicht mitmachen. Ne? Ja, die haben ihren eigenen Manager mittlerweile. Ja, ja, wir haben zwei zu Hause. Nee, das ist wirklich, deswegen hat der Film so, ich weiß nicht, wollen wir erst gucken oder soll ich erst was erzählen? Lass uns doch mal reingucken, komm. Gut. Haben wir Spaß, bitteschön. Gut. Die Mütter macht ja. Prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass Kinder bei ihrer Mutter aufwachsen sollten, aber es kommt natürlich auf die Mutter an. Oh mein Gott! Entschuldigung. Was hat er gesagt? Motherfucker. Oh, beim TH müsste aber noch ein bisschen arbeiten. Die meisten Frauen sagen, ich sehe aus wie dein kleiner Bruder von Russell Crowe. Ich bin nicht so wie die meisten Frauen. Also, die Müttermafia morgen 20.15 Uhr aus der Reihe Herzkino. Genau. Hier bei uns im Sender. You get a DVD. Und da gibt's auch eine Parallele. Ne? Zwei tolle deutsche Schauspielerinnen, die beides können. Das ernste Fach, aber auch das lustige Fach. Deswegen magst du den Begriff Komödiantin gar nicht so furchtbar gerne. Ja, auch den finde ich super. Aber muss man Humor haben der besonderen Art, wenn man Zwillinge hat, so wie du? Ich habe ja leider keinen. Deswegen kann ich das so schlecht beurteilen. Kein Humor? Ja. Aber Zwillinge hast du? Aber Zwillinge habe ich, das ist richtig. Wie läuft's da so? Auch bei uns läuft's ganz gut, hoffe ich gerade. Ich weiß gar nicht, darf ich jetzt meine Kinder grüßen, falls sie noch Sehr gerne, jederzeit. Dafür ist diese Sendung bekannt. Das mache ich mal, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Hallo Fritzi, hallo Bruno. Das ist das ZDF, das große deutsche Fernsehen Samstagabendshow. Mama, hier, auf der Couch. Sehr gut. Okay, genau. Vielen Dank, das war so viel zu meinem Ende der Durchsage. Aber ist doch schön. Ist doch schön, wenn die Kinder Mama mal wieder sehen und ja, wenn Mama auch mal wieder her zu ihnen spricht. Ja, Monika, möchtest du auch grüßen, deine Kinder noch zu Hause? Ich habe sie eben noch gesehen, aber ich glaube, ihr geht's gut. Sie genießt die Show zu Hause. Verrückterweise persönlich gesehen. Das kommt ja nicht mehr oft vor heutzutage. Oh. Sag mal, was erzählst du von zu Hause gerade? Was denn da los bei euch? Ja. Ne? Das merkt man, ist ja ein richtiges Anliegen bei dir. Ist aber tatsächlich bei vielen Menschen ein Problem. Du kannst sie ja nicht mehr rausschicken, einfach so zum Spielen, sondern man muss sie ja rumfahren und ist im Grunde... Das ist tatsächlich ein Problem, dass wir in der Großstadt, du siehst ja keine Kinder mehr auf der Straße, die könnten sich ja verletzen. Richtig. So, stattdessen gehen die zur musikalischen Früherziehung, zum Schwimmen, zum Tennis, zum Hockey, zur Gitarre. Danach gibt es noch ein bisschen Sprechunterricht mit dem Logopäden. Und ich habe tatsächlich vor 2 Wochen, leider konnten wir es nicht mehr in den Film mit reinnehmen, neben meiner Mutter gesessen beim Schwimmen und die sagte zu mir... Ich glaube, der Frederik, das ist zu viel für den. Immer noch Freitagnachmittag schwimmen, der ist völlig fertig von der Woche. Ich nehme den jetzt hier raus und habe ich gesagt, das finde ich richtig. Das, you don't understand a word, I'm sorry. Doch, klar, ich kriege ja die Übersetzung ins Ohr, ich verstehe alles. Sehr gut. Und dann hat sie gesagt, ich nehme den hier raus und ich habe noch gesagt, finde ich gut. Und dann sagte sie, nächste Woche gehen wir zum Entspannungs-Yoga für Kinder. Das war die Alternative zum Schwimmen, da habe ich mich natürlich sehr gefreut. So läuft das. Kann ich mir gut vorstellen. Und frühkindliche Förderung ist auch so ein Thema. Soll Menschen geben, die mittlerweile ihre Kinder in die FAZ einwickeln, damit sie dann schon besonders schlau in die erste Klasse kommen. Ja, wir machen das mit der Süddeutschen. Ich halte da nicht viel. Ja. Gut. Ist auch eine Option. Definitiv. Ja, ist auch eine Option. So. Hast du auch, letzte Frage, Annette, in dem Zusammenhang, kennst du das auch, diese Stilldemenz? Dass man so Dinge vergisst, wenn man so wahnsinnig in diesem Mütterwahn ist? Können Sie diese Frage bitte nochmal wiederholen? Ja, das ist schlimm am Anfang. Das ist ganz schlimm. Ich war mit einer Freundin, die hatte auch gerade ein Kind bekommen im Supermarkt. Und da ist ja jede 5 Minuten, die du nicht zu Hause bist, ist ja Urlaub, Kur, weg. So, und dann standen wir da vor der Fleischtheke und haben Gehacktes gekauft. Und das war auch schon im Einkaufswagen. Und wir haben so weiter Sachen ausgesucht. Und da sehe ich meine Freundin, wie die so macht. Da habe ich gesagt, Katrin, da ist kein Kind drin. Es ist Hackfleisch in deinem. Es ist kein Kind. Da habe ich gewusst, irgendwas läuft gerade sehr schwierig. Ja, das werden die Mütter alle gucken. Was Hackfleisch. Hackfleisch. Immer ein ganz gestresster Gesichtsausdruck. Und das Allerschlimmste ist, dass die Leute ja alle fragen. Also du hast gerade, also bei mir war es so, ich habe ja 2 Kinder gekriegt. Ich wäre mit einem genauso überfordert gewesen. Aber 2 und du wirst permanent gefragt, na, bist du glücklich? Bist du glücklich? Ist das jetzt schön, das Leben? Man weiß gar nicht, wie man vorher gelebt hat. Und ich war stumm vor Schreck, weil ich gedacht habe,
Ich weiß gar nicht mehr, was ich antworten soll. Ich werde nie wieder was sagen. Ich werde immer nur noch mit diesem Kinderwagen am Rhein rauf und runter gehen. Und wirst glücklich sein. Und natürlich irgendwann glücklich sein. Ein Traum. Aber wenn, ja. wenn du dir ganz lange Mühe gibst, dann hätte mit deinen Zwillingen, dann kommen möglicherweise. So, da freuen wir uns. Da kommen möglicherweise Kinder raus wie die, die wir jetzt sehen. Drei erwachsene Jungs, die richtig was drauf haben. Wir kommen zu deiner Wette. Mhm. Und da geht es um diese drei Herrschaften. Schauen Sie mal. Moin Moin, wir sind Tore, Luai und Ha und kommen aus der schönen Landeshauptstadt Schleswig-Holstein, Kiel. Ihr beide kennt uns schon seit 15 Jahren und seitdem treiben wir auch zusammen Sport. Kunsttouren. Ich in der ersten Bundesliga und ich in der zweiten. Ich kenne die zwei seit einem Jahr und mein größtes Hobby ist Parkour. Beim Parkour geht es darum, Hindernisse möglichst kreativ zu überwinden. Das ist manchmal eine große Herausforderung, aber macht total viel Spaß. Beruflich sieht es bei mir so aus, dass ich zurzeit eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen mache. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Und ich arbeite momentan in der Küche, aber fange bald eine Ausbildung an. Wenn wir nicht gerade arbeiten, dann sind wir in der Schwimmhalle und machen die Sprungtürme unsicher. Hoffen wir mal, dass wir mit dieser Wette nicht baden gehen. Für unsere Wette brauchen wir ein Glas, ein Getränk und Strohhalme. Wenn wir Wettkönige werden, machen wir erstmal eine Riesenparty. Ich mache Urlaub in Australien. Ich finanziere mir die Ausbildung zum Masseur. Und ich lade meine Familie zum Skiurlaub ein. Ja, jetzt ist alles gut. So, da sind zunächst mal die drei Jungs, um die es geht. Hier sind Luai, Ha und Tore. Herzlich willkommen. Annette, darf ich dich bitten? Ja, selbstverständlich. Komm einmal mit. So. Und als ich von der Wette, Tore, Annette, Luai und Ha. Tore, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja. Herzlich willkommen. Lass uns direkt an die Bar gehen. Wir zitieren an dieser Stelle mal Jennifer Rostock mit dem schönen Liedtext. Wir müssen uns nicht finden, wir sind immer an der Bar. Das stimmt. So, also, so das hat er gesagt. Habe ich gesagt, ist richtig. So, als ich von der Wette gehört habe, dachte ich, das geht nicht. Weil man sich das nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Möchtest du auch gerne setzen? Gerne. Dann machst du gemütlich. Ich lese mal kurz vor, was die drei Jungs vorhaben. Pass auf. Also Luai, dieser junge Mann, Ha und Tore wetten, dass sie Salty über eine Theke schlagen und dabei einen darauf stehenden Cocktail trinken können. Und das Ganze in 2 Minuten 30. Annette, du siehst hier diese Markierung, ja, diese gelbe Markierung. Bis dahin muss dieses Glas leer werden. Ihr seid total bescheuert. Das ist richtig. Das hören wir öfter. Und es ist das Prinzip Kolibri sozusagen, damit du eine Idee davon kriegst, wie das geht. Also die nehmen Anlauf, springen da drüber und im Flug wird getrunken und auch verdaut sozusagen und dann wird gelandet. Wahnsinn, ist das richtig ökonomisch erklärt? Genau. Genau. Ja. Ja. Wer ist auf diese seltsame Idee gekommen von euch? Ach, wir drei eigentlich zusammen. Also wir so eines, im Flug? Ja, eines Abends halt... wie wir so sind, ein bisschen Dummheiten gemacht, Blödeleien, haben uns dann überlegt, wie kann man noch trinken. Über einen Handstand sind wir dann nachher auf die Idee gekommen, das so zu machen. So, es war auch Alkohol im Spiel, können wir ruhig mal sagen an dem Abend. Ein bisschen, ja. Wollten aber ja, nicht. Unwesentlich aber. Gut. Don't drink and jump. Eben. Ihr macht euch schon mal fertig, bitte. Ja, geht auf eure Plätze. Müsst ihr nur einen kleinen Moment aufwärmen, ja, oder? Ja, nur einmal kurz. Okay, lasst gleich schon die Schuhe hier. Hör nicht auf sie. Was hat sie dir gesagt? Nichts. Secret. Okay, also. Annette, du hast mal gesagt, dass du wahnsinnig gerne Trampolin springst. Ja. Für den Fall, dass das schief geht, wirst du eine Runde Power-Trampolin springen. Kennst du das? Weißt du, was das ist? Hier, heute? Hier und heute. Schau mal kurz, so ungefähr sieht das aus. Deswegen solltest du dir genau... Oh, verdammte Scheiße. Genau. Das mache ich nicht. Doch, das machst du.
Oh, komm, nee. Geht noch besser. Ach, guck mal. Genau so wollen wir dich sehen. Ja? Ja, hallo. Ja, ein Glück habe ich das Kleid an. Ich bin halt froh. Entschuldige mal. Ich freue mich sehr. Das ist ja einfach fantastisch. Jetzt wird ein Schuh draus. Das ist einfach, auch für Sie, liebe Offenburger, das ist einfach extrem Beine, Bauch, Po, ja? Yeah. Was glaubst du, können die das, ja oder nein? Die werden das selbstverständlich schaffen und ich werde mich selbstverständlich nicht zum Horst machen auf diesem Trampolin. So ist die Verabredung. So, okay. Jungs, ihr seid soweit? Ja. Ja, wir sind fertig. Gebt alles und denkt an Annette. Ja, ihr würdet ihr damit eine große Freude machen. Andererseits wäre sehr in unserem Sinne, wenn ihr verliert. Sage ich jetzt einfach mal. Auch, du auch springst mit. Ich springe nämlich mit. Ich habe schon Hula Hoop hinter mir heute. Achtung, ihr seid soweit? Ja. Also, ihr habt genau 2 Minuten 30 Zeit. Da vorne ist die Markierung. Blue Eye, Haar und Tore. Top. Die Wette gilt. Ja, oh. Was? Ja, oh. Jawohl. So, Haar wieder übermotiviert. Jawohl. Noch 2 Minuten Zeit. Ja, oh. Sie müsst tiefer fliegen. Ja, sehr gut, Tora. Sehr gut, perfekt, Tora. Perfekt. Ah. Ah. Ein Wahnsinn. Super. Sehr schön. Was ist denn gegangen? Jawohl. Super. Komm. Noch 1,20. Ihr seid gut in der Zeit, Jungs. Oh, das war ein tiefer Schluck. Jawohl. Das ist nicht ohne, weil wer zu tief fliegt. Wie viel Zeit ist denn noch? Noch eine Minute Zeit, wer zu tief fliegt. Verletzt sich möglicherweise minimal und wer zu hoch fliegt, erwischt nichts. Natürlich darf dieses Glas nicht umfallen. Es war ein guter Schluck Haar. Noch 40 Sekunden Zeit. Offenburg gibt noch mal alles. Noch 30 Sekunden Zeit. Und das Glas ist leer, wenn ich das richtig sehe. Jawohl! Wette gewonnen, noch 20 Sekunden, aber das Ding ist durch. Ja! Oh. Ja! Toll gemacht! Und komm zu uns, Juan. Toll gemacht! Herzlichen Glückwunsch! Ah, super, ganz groß. Ganz, ganz groß. Annette, pass auf, komm zu uns. Ahoi, Kiel. Schau mal, wir schauen noch mal kurz rein. Wir schauen noch mal kurz rein, weil man erst in der super Zeitlupe auch genau sieht, wie ihr wirklich trinkt. Pass auf. Zack. Da fliegen die Studenten wieder tief heute. Schau mal. Guck mal jetzt. Zack. Ein Schluckspecht. Wow. Was für ein schönes Bild. Wunderschön. Noch einer, schau mal. Elegant. Voller Anmut, voller Anmut. Absolut. Sehr gut. Danke. Sehr, 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 sehr gut. Super. Sehr, 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 sehr gut. Geht gleich dann mal einen aus. Sehr, sehr gut. Liebe Kinder zu Hause, morgen bitte nicht mit Orangensaft nachmachen, morgen früh. Wie lange habt ihr trainiert für diese Nummer? Sondern mit Apfelsaft. Ja. Wie lange habt ihr trainiert für die Nummer? Knapp 3 Monate. Genau. Ja, wöchentlich dann. Was? Schon Pläne für demnächst? Mal schauen. Ja, heute Abend erstmal Aftershow-Party. So. So. Aha.
Aha. Ich glaube, die Wirte in Kiel werden jetzt schon nervös, wenn diese drei Typen demnächst gemeinsam die Kneipe betreten. Das war ein großer Spaß. Tore, H. und du, herzlichen Dank. Danke. Macht euch gemütlich in der Kandidaten-Lounge. Annette, wir gehen rüber. Da ist dir einiges erspart geblieben. Einiges. Muss man wirklich sagen. Wie toll waren die denn? Die sind nett, ne? Die sind total süß. Luai mit irakischen Wurzeln übrigens, Ha mit vietnamesischen Wurzeln, alle hier in Deutschland geboren. Auch das ist Deutschland 2014 und das ist Wetten, dass. Ja, wir schauen mal zurück auf das, was wir heute gesehen haben. Es geht jetzt um 50.000 Euro und Sie zu Hause entscheiden, wer der Wettkönig des heutigen Abends wird. Das sind die Nummern, die jetzt für Sie zu Hause wichtig sind. Wenn Sie uns aus Deutschland anrufen, dann ist es die folgende Nummer. 0137. Kleinen Moment dauert es noch mit der Nummer. 10 20 40 und die entsprechende Endziffer. Wenn Sie uns aus Österreich anrufen, 0901 022 20 ebenfalls mit der entsprechenden Endziffer. Und wir schauen noch mal rein. Das sind die Wetten noch mal im Schnelldurchlauf mit der Endziffer 1. Peter und Martin, die Flugtoast hergestellt haben heute. War super. Allerdings, Winkel fliegt am besten, haben wir heute gelernt. So, dann mit der Endziffer 2, Dennis und Nico bremsen für Cameron Diaz. Wette gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann mit der Endziffer 3, das Buddelschiff. Wette in letzter Sekunde gewonnen. Udo und Guido, herzlichen Dank nochmal an Ina Müller für diese wunderbare Unterstützung. Dann haben wir gesehen, Francesco Martini, der möglicherweise für Stella, die heute Geburtstag hat, seine kleine Tochter, ein Westernpferd mit nach Hause nimmt. Und eben gesehen, Luai, H. und Tore. Die drei Kolibris bei der Arbeit. Wahnsinn. So, alle Nummern hier noch einmal im Überblick, damit Sie sich zu Hause orientieren können, in Ruhe entscheiden können, wer Ihr Wettkandidat ist. Weitere Infos dazu unter www.wettendass.de, wie immer. Und ganz, ganz wichtig, wir brauchen Sie, um so tolle Wetten zu haben wie heute Abend hier. Mir hat das einen Riesenspaß gemacht, weil eigentlich lauter so Dinge des täglichen Gebrauchs eine entscheidende Rolle gespielt haben. Wusste gar nicht, was man mit Toast alles so anfangen kann. Sie bewerben sich unter wettendass@zdf.de oder wenn Sie sich aus Österreich melden, wettendass@orf.at. 50.000 Euro sind dann möglicherweise für Sie. So, jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis es soweit ist. Du bist, das war eigentlich der Plan, ums Trampolinspringen leider drumherum gekommen, Annette. Ich mache ja nicht so was Hektisches, was die da gemacht haben. Bei mir sieht das super aus. Das ist Trampolinschwingen. Entspanntes Trampolinschwingen. Ja. Das kann man darauf auf. Wo sind die Dinger denn? Die Dinger, also wir hätten welche da, wenn es daran liegt. Aber schwingen, nicht hektisch. Nee. Hüpfen. Du machst mit. Ich mache nicht mit. Ich weiß gar nicht. Natürlich machst du mit. Anastasia macht mit. Okay, das ist die Idee. Let's go. Anastasia macht mit. Wer möchte noch jemand? No. Möchte noch jemand? Veronika, möchtest du auch? Nur wenn Harpe mitmacht. Ja, nur wenn Harpe mitmacht. Geht doch, macht doch alle mit. So, sehr gut. Geht doch alle. Ich mach's mir hier gemütlich. Ja, yeah, oh, absolutely. Ich werde das hier aus der Ferne beobachten, Herrschaften. Okay, gut. Komm, ich mach mit. Yes. Power. Power Trampolin. Es ist schlimm. Ah ja. Harpe. Ich glaube, wir kommen drum rum. Yes. Herr Kretschmer, geht das so mit dem Kleid oder geht das nicht? Das geht super. Also, come on, we'll do it together. Nicht so. So. So schwingen wir. Wir machen das so, seit wer Jahren möchte denn schon wo? Nein. Wir müssen dich schon mal richtig. Stopp, nein. Wir müssen dir richtig, verteilen. Wollt ihr zusammen, ihr beiden? Wollt ihr zusammen? Translated? What? Yeah, together. Yes. Okay. Together.
Oh, Happe und Guido, wo wollt ihr beiden hin? Ja, wir kommen schon. Moment. Ich find's gut. Schuhe aus, Männer, Schuhe aus. Ihr könnt auf keinen Fall auf 1 gehen. Ihr könnt nicht auf 1, warum? Weil du dir Sorgen ums Trampolin machst oder wegen der Bilder? Oh, das ist aber geil. Wollen wir zusammen? Wait, wait. Ja, ihr könnt auch. Komm, nimm den hier, wir haben genug. Veronika, wo ist Veronika? Super, Veronika versucht sich hier gerade aus der Affäre zu ziehen, sehr elegant. Veronika, komm, 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 Veronika, jetzt, du musst dir die Schuhe ausziehen, ich halte dich sehr, sehr gerne fest. Wir müssen ohnehin auf die TED-Abstimmung warten. Du kannst doch alleine, du kommst zu ihm, dieser junge Mann gefällt dir. Okay, finde ich gut. Okay, ich würde nach da gehen vielleicht, oder? Oder hier? Darf ich den hier nehmen? Darf ich hier drauf? Okay, ja, genau. Okay, danke schön. So, ihr müsst euch bitte festhalten. Die Dame vorne wird das zeigen, wie es geht. Okay, und bitte. Guido. Alle festhalten, alle festhalten. Oh Gott, okay. Du hast überhaupt nicht angestellt. Überhaupt nicht angestellt. Oh Gott. Okay, okay, check. Ist gut, ist gut. Ich sammle mal hier mein Kämpfel ein. Thank you so much. Oh, boah. Boah, ist das anstrengend. Also, Veronika, herzlichen Dank. Hast du noch? Weißt du, meine Schuhe sind? Deine Schuhe sind da vorne. Oh my God, Alice Taylor, great shoes. Thank you so much. Oh, so, ne? Oh, man zittert jetzt richtig. Guido ist mit Überleben beschäftigt, ne? Nee, alles gut, aber man zittert nachher so ein bisschen. Ich spüre meine Oberschenkel nicht mehr. Are you a dwarf or what? Happe sagt, er spürt seine Oberschenkel nicht mehr. Ich nicht mehr. Alter, darf ich dir helfen? Wir haben Schuhe getauscht. Habt ihr Schuhe getauscht hier? Ja, wir haben Schuhe getauscht. Aber das wird auf jeden Fall. Anastasia. Das ist anstrengender, oder? Das merkst du, das funktioniert. Anastasia und Annette Frier haben Schuhe getauscht. Kilo abgenommen. Insgesamt haben wir 16 Kilo abgenommen. Schau mal hier, so habt ihr eben ausgesehen. Schau mal. Absolut. So habt ihr eben ausgesehen. Schau mal hier. Oh nein. Oh. Aber. Absolut. Oh, Mann, so. Oh. Vielen, vielen Dank. Oh. Sport, mein lieber Schuss. Das ist ich hab 40. Fast so wie bei den Dreharbeiten von Veronikas neuen Film. Als beim Sex mit Dominik Rake das Bett zusammengebrochen ist, Veronika. Alles in diese Richtung. So, der Ted ist da, höre ich. Ihr seid nervös, ne? Zu Recht. Ab jetzt geht's nur noch um euch. Und die Frage, wer kriegt 50.000 Euro? Auch mit schönem Gruß nach Emden, die beiden Jungs. Die Guido und Uwe, die uns ebenfalls zugeschaltet sind. Und die große Frage, wer wird der Wettkönig des heutigen Abends? Okay. Das wird... Es ist ein sehr eindeutiges Ergebnis. Also auf Platz 5. Heute Abend der Bogenschuss. Peter und Martin, ihr habt das super gemacht. Es war eine ganz, ganz tolle Idee. Davon brauchen wir mehr. Herzlichen Dank dafür. So, auf Platz 4. Francesco Martini mit der Peitsche. Francesco, du musst ein bisschen arbeiten, um Stella das Westernpferd anders aufzutreiben. Dann auf Platz 3. Da hinten alles sehr knapp. Die Bremslichter, Dennis und Nico. Und damit ist klar, der Wettkönig des heutigen Abends und damit der Gewinner von 50.000 Euro sind
Jawohl! Aluay und Kore. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Dank auch an Ruben Guido in Emden, die auf einem großartigen zweiten Platz gelandet sind. Dankeschön. Alle an und wollen mit euch. So, Jungs, lasst euch feiern. Da ist sie. Da ist sie. Hahn, nimm du sie. Oder Tore. Die Trophäe für euch. Einmal Blumen. Dankeschön. Dankeschön. Und noch einer. Dankeschön. Blumen für Annette Frier. Kommt zu uns nach vorne. Anastasia. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Veronika. Dankeschön auch nach Emden und an Ina Müller. Oh. Kommt bitte zu uns nach vorne. Kommt bitte zu uns nach vorne. Das war Wetten, dass. Das war Wetten, dass aus Offenburg. Bedanke mich sehr, sehr herzlich für einen wunderschönen Abend hier Ihnen zu Hause und auch Ihnen hier im Saal, selbstverständlich. Wir sehen uns wieder am 4. Oktober in Erfurt. Gehen jetzt in die Sommerpause. Und sehen uns wieder am 4. Oktober mit den letzten drei Ausgaben von Wetten, dass. Das war's. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Dankeschön. Tschüss.